Gut. So, ich begrüße die Anwesenden hier im Raum. Ich begrüße faktisch die ganze Welt zu einer, glaube ich, wunderbaren Veranstaltung, die wir heute anbieten können, mit zwei Politikwissenschaftlern, Georg Fülbert und Gerd Meyer. Das Thema der Veranstaltung der DKP und SDJ Marburg ist heute Abend Karl Liebknecht, ein Leben gegen den Krieg. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, in der mal wieder auch in diesem Jahr Defender Europe stattgefunden hat, wie auch letztes Jahr, in dem jedes Jahr ein Manöver stattfindet, weil es sich um eine Manöverserie handelt. Letztes Jahr hatten wir das größte Manöver seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren wieder davon sprechen können, dass im Jahr davor oder in dem gleichen Jahr wieder das größte Manöver stattfindet seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Von daher ist es, glaube ich, sehr geboten, sich auf die historischen Persönlichkeiten auch mal zu beziehen, die ihr Leben gegen den Krieg gewidmet haben. Und so lautet auch die Veranstaltung Karl Liebknecht, ein Leben gegen den Krieg. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und Karl Liebknecht erhob seine Stimme gegen den Krieg. Er wurde, blieb unermüdlich und mutig, natürlich auch in den Jahren darauf, bis zu seiner Ermordung 1919. So, ich gehe mal davon aus, so ist der Plan, dass Georg Fülbert den ersten Part übernimmt, dann steigt Gerd Meyer ein. Okay, Georg, dann beginn mal. Guten Abend. Ja, also wir sprechen heute über Karl Liebknecht, geboren am 13. August 1871. 1961, beim Bau der Mauer in Berlin, wäre er 90 Jahre gewesen, hätte dann vielleicht dann die Parade der Betriebskampfgruppen abgenommen. Er wurde ermordet am 15. Januar 1919, und einige meinen, wenn er nicht ermordet worden wäre, am 15.01.1919, wäre die Mauer vielleicht auch nie gebaut worden. Der Vortrag und die Lesung, wir wollen ihn vor allem auch selbst zu Wort kommen lassen, gliedert sich in vier Teile. Erstens Herkunft, Familie, Beruf, Politik, bis ungefähr 1900. Zweitens Militarismus und Antimilitarismus, im Wesentlichen bis 1914. Drittens dann Krieg und Zuchthaus 1914 und 1918. Viertens dann Revolution und Gegenrevolution 1918, 19. Ich beginne mit dem ersten Teil, Herkunft, Familie. Ja, ist nun bekannt, dass er der Sohn von Wilhelm Liebknecht ist, der von 1826 bis 1900 gelebt hat und zusammen mit August Bebel und Ferdinand Lassalle, einer der drei Gründer der deutschen Sozialdemokratie, gewesen ist. Der Geburtsort war Leipzig. Leipzig nennt man manchmal auch die Wiege der deutschen Arbeiterbewegung. Die ersten Arbeiterbewegungen waren in der Druckerstadt Leipzig, und dorthin nach Sachsen zogen sich Bebel und Liebknecht auch dann zurück, weil in Preußen ihres Bleibens nicht sein konnte. Wilhelm Liebknecht war aus Preußen ausgewiesen. Wilhelm Liebknecht selbst ist ja ein engerer Landsmann von uns hier, 1826 in Gießen geboren, aus einer Dynastie von hessischen Beamten und Professoren, und es sah auch so aus, als wenn sein Sohn ähnlich hoch einsteigen würde und hoch bleiben würde. Er war durchaus ein Mann der damaligen hessischen Elite, aber beide Eltern sind früh gestorben, und das Polster, auf dem Wilhelm Liebknecht da zurückblieb, war sehr dünn, sodass er dann mehrere Jahrzehnte in Armut gelebt hat. War zweimal verheiratet, die erste Frau starb, während er in Haft war. Und das hat den Wilhelm Liebknecht in mehrfacher Weise geprägt. Er war ja selbst so eine Art verkrachter Student plötzlich geworden,
Und er hat alles daran gesetzt, dass es seinen Söhnen nicht so passiert ist. Er hat zwei Töchter gehabt aus erster Ehe, dann zwei, die eine war Dienstmädchen, Kindermädchen, die andere eine Ehefrau. Also typisches patriarchales Setting der damaligen Zeit. Aber die Jungs, die sollen es mal besser haben. Und da hat der Wilhelm Liebknecht auch, insbesondere seine Frau Natalie, dafür gesorgt, dass sie mal besser hatten, dass sie alle eine unauffällige und seriöse bürgerliche Existenz hatten, damit es ihnen nicht so geht wie dem Vater und sie dann nicht ständig von der Partei abhängig waren. Und August Bebel hat den jungen Karl Liebknecht auch irgendwann mal beiseite genommen und sagt: Jetzt pass auf, dass du einen anständigen Beruf lernst, damit du nicht von der Partei abhängig bist. Er wollte eigentlich sagen, wie dein Vater, aber das hat er sich dann doch verkniffen. Die Söhne sind allesamt sehr bemerkenswert. Der Liebknecht-Sohn, der heute noch am stärksten auf unser Alltagsleben einwirkt, ist Otto Liebknecht. Otto Liebknecht, ein Chemiker, der das Waschmittel Persil erfunden hat. Persil ist die Abkürzung von Perborat Silikate, weshalb ich beim Einkaufen immer auf diese Marke achte. Karl Liebknecht selbst wurde dann zum Juristen ausgebildet und das führte dazu auch, dass er in den ersten 28 Jahren oder 29 Jahren seines Lebens recht politisch unauffällig gelebt hat. Das war natürlich ein politisches Haus, aber im Hause Liebknecht wurde eigentlich nie über Politik geredet. Der Vater, der wusste natürlich alles, das ist ein Politiker, und aber da bei Tisch wurde nicht über Politik geredet und auf die Erziehung der Knaben hat sich die Mutter gekümmert. Das war vielleicht auch ganz gut so. Er ist zum Beispiel, hat er seinen Wehrdienst abgeleistet bei den Pionieren. Das könnte man sagen, ist doch klar, damals gab es keine Kriegsdienstverweigerung. Doch, es gab eine Möglichkeit, sich dem Wehrdienst zu entziehen, denn Abiturienten und auch Leute, die mittlere Reife hatten, waren vom Wehrdienst grundsätzlich befreit. Wenn sie trotzdem Wehrdienst leisteten, das taten fast alle, soweit sie gesund waren, dann war das freiwillig. Das war das einjährig freiwillig. Und man leistete seinen Wehrdienst, wenn man in der wilhelminischen Gesellschaft nicht auffällig werden wollte. Wenn man zum Beispiel zum Juristen ausgebildet wurde, konnte man sich zwar überlegen, dass man später Rechtsanwalt wird, also einen freien Beruf ausübte und dann vom Staat nicht abhängig war. Aber vorher musste man die Referendarsausbildung machen, da war man also Beamter auf Widerruf. Und ob man nun da Beamter auf Widerruf wurde oder nicht, das hing dann doch auch von einigen zusätzlichen Meriten ab. Also ohne Wehrdienst geleistet zu haben, wurde man vielleicht dann zu dieser Ausbildung nicht zugelassen, wie später in der DDR das ja auch ähnlich gewesen ist. Also Karl Liebknecht war also ein Jahr lang Pionier und erst 1900, im selben Monat, in dem sein Vater starb, im August 1900, tritt er in die Partei ein. Und dann beginnt erst seine politische Laufbahn. Er wächst also in einer politischen Atmosphäre auf, aber offensichtlich nach taktischem Geheiß tritt er nicht öffentlich hervor. Er promoviert dann auch zum Doktor der Rechte und macht auch das zweite Staatsexamen, das Assessoren. Examen, und nachdem er das alles dann absolviert hat, dann tritt er erst in die Partei ein. Immerhin veröffentlicht er 1899 schon in der Partei, dem theoretischen Organ der Partei der Neuen Zeit, einen Aufsatz Kommunismus und Frauenwahlrecht in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Aber der Einschnitt war der Tod des Vaters, war der Parteieintritt und das zweite Staatsexamen. Jetzt kann er frei sein und er tritt nun ein in die Kanzlei seines ein Jahr älteren Bruders Theodor Liebknecht, und beide bauen diese Kanzlei dann zu einer sehr erfolgreichen Kanzlei auf. Das war dann die drittgrößte Anwaltskanzlei in Berlin und gleichzeitig beginnt dann auch sein politischer Start. Er protestiert gegen den Chinakrieg und gegen die Rede des Kaisers Wilhelms, die sogenannte Hunnenrede. Gleichzeitig, also das war Lenin, Luxemburg, Liebknecht, völlig unabhängig voneinander,
prangern diesen imperialistischen Krieg an. 1902, zwei Jahre nach seinem Eintritt in die Partei, wird er Stadtverordneter von Berlin. 1908 wird er dann Mitglied des Preußischen Landtags. Und dann kandidiert er zum ersten Mal 1903 zum Reichstag, und zwar im ganz besonderen Wahlkreis, nämlich in dem Reichstag, in dem Wahlkreis Potsdam, Storkow, Osthaveland, das war der sogenannte Kaiserwahlkreis. Da hat er Kaiser gewählt, eine ganz konservative Ecke, und da tritt Karl Liebknecht an, unterliegt aber nur knapp, das war schon die Sensation, dass er dann nur knapp unterlegen ist. 1908, 1907 kandidiert er nochmal, da ist die Grenze noch dichter, und 1912 erobert er den Kaiserwahlkreis, was eine Riesensensation war. Also im Wahlkreis des Kaisers Wilhelm ist nun ein Sozialdemokrat. Nun, Reichstagsabgeordneter, Riesenschande natürlich für Potsdam. Man hat auch überlegt, ob man dann der Kaiser nicht im anderen Wahlkreis wählen, damit man einen anderen Kaiserwahlkreis hat. Er ist damals schon ein sehr bekannter Mann, auch aufgrund seiner Anwaltspraxis, insbesondere in einem dem sogenannten Königsberger Prozess gegen Sozialdemokraten, die die russischen Revolutionäre unterstützt haben. Da tritt er öffentlich auf. Insbesondere prangert er den Zarismus an und die Unterdrückung im Zarenreich, und er erwirkt, dass die Verurteilten nur eine geringe Strafe bekommen. Er hat sie im Wesentlichen rausgepaukt. Hat er gleichzeitig gesehen, also er war beim Militär, er hat die Juristenausbildung durchlaufen, er nimmt drei Parlamentsmandate 1912 oder drei Mandate gleichzeitig, also Stadtverordneter, Landtagsabgeordneter und Reichstagsabgeordneter, und man wird sagen können, dass von allen Sozialdemokraten Karl Liebknecht derjenige gewesen ist, der die Innereien des Preußischen Staates am genauesten kannte. Er kannte also, wusste, wie dieser Staatsapparat funktionierte. Da setzt er dann auch seine Politik an, und das unterscheidet ihn von seinem Vater, der im Wesentlichen Agitator war, und dann auch von August Bebel, der Organisator der Partei war, auch ein großer Theoretiker, August Bebel, mit seiner Schrift über die Frau und der Sozialismus. Aber wer wirklich da sozusagen im Maschinenraum des preußisch-deutschen Staates sich auskannte und da seine Politik ansetzte, das war Karl Liebknecht. Was er dabei gelernt hat, trug er vor auf einem Parteitag der preußischen Sozialdemokratie 1910, nämlich Vorschläge zur Reform der Verwaltung. Das war die Zeit, als eine große Wahlrechtsbewegung, also zur Erkämpfung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts in Preußen stattfand. Er nahm daran natürlich teil, aber er wies auch darauf hin, dass die Erkämpfung des allgemeinen Wahlrechts, das ja schon im Reichstag galt, aber nicht in Preußen, nur die halbe Miete ist, solange nicht der Staatsapparat, die Exekutive selbst umgestürzt wird. Und in dem Zusammenhang schließt einige seiner Überlegungen vor, in seiner Begründungsrede für seine Vorschläge am 5. Januar 1910 sagte er, ich zitiere ihn, ein demokratisches Wahlrecht ohne Verbindung mit der Demokratisierung der Verwaltung wäre eine Attrappe ohne Inhalt, eine Tonne für den Walfisch. Das demokratische Wahlrecht ist wirkungslos, solange draußen außerhalb des Parlaments die Machtverhältnisse nicht verschoben sind. Ein Parlament wird nie und nimmer imstande sein, seinen ersten Willen in ernsten Angelegenheiten gegen die Staatsregierung und ihre außerparlamentarischen Machtmittel durchzusetzen, solange die Verwaltung keine demokratische ist. Deshalb ist der Kampf um die demokratische Verwaltung das Herz und Hauptstück des Wahlrechtskampfes. Weiter sagt er in dieser Rede, die Gesetzlichkeit ist in Preußen nur eine dünne Moosdecke, die über dem tiefen Polizeisumpf ausgebreitet ist. Das klassenbewusste preußische Proletariat ist weit entfernt davon, der preußischen Wirtschaft auch nur das geringste Vertrauen zu schenken. Es erblickt im preußischen Staat und in der preußischen Verwaltung seinen Erzfeind, den es mit allen Machtmitteln zu bekämpfen gilt, rücksichtslos und ohne allzu große Ängstlichkeit. Also es geht, das Deutsche Reich hat einen Machtkern, das ist Preußen, bei beiden der größte Staat, und dieser Machtkern selbst hat
eine uneinnehmbar scheinende Festung, das ist die Verwaltung. Und daraus leitet er nun ab, einen Katalog von 16 Reformvorschlägen für die preußische Verwaltung. Das lese ich mal vor. Erstens Trennung von Staat und Kirche. Kommt uns komisch vor, aber damals war der preußische König auch der preußische Landesbischof. Zweitens Neugestaltung der Ministerien nach den sozialen und kulturellen Belangen des deutschen Volkes und mit einem von der Sozialdemokratie schon oft geforderten Ministerverantwortlichkeitsgesetz. Drittens demokratisches Wahlrecht für die Volksvertretungen auf allen Ebenen und für deren Deputationen und Kammern, denn auch in den kommunalen Parlamenten herrschte in Preußen das Dreiklassenwahlrecht. Viertens Wählbarkeit der leitenden Beamten der Kreis-, Provinz- und Zentralbehörden durch die Einwohner des jeweiligen Distrikts, aller übrigen Beamten durch die zuständigen Volksvertretungen, Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht der Beamten gegenüber dem Parlament. Also zum Beispiel haben wir nur hier eine demokratisch gewählte Landrätin, klar, die ist also, hat eine Doppelfunktion. Der Landrat ist ja einerseits eine Landesbehörde und andererseits auch eine Kommunalbehörde. In dem alten Preußen war es nur eine Landesbehörde, es war keine Kommunalbehörde und der Landrat wurde vom Innenminister eingesetzt und war in der Regel ein Adliger. Fünftens, Beseitigung des Rechts der Verwaltungsbehörden auf Requirierung von Militär, des Rechtes der Krone aus Verhängung des Belagerungszustandes, des Begnadigungsrechts der Verwaltungsbehörden und Übertragung derselben an demokratisch gewählte Volksvertretungen. Da ist wichtig der Belagerungszustand. Während des Sozialistengesetzes wurde dann in Wahlkreisen oder in Städten, in denen die Sozialdemokratie zu stark war, wurde dann der sogenannte kleine Belagerungszustand ausgerufen. Der große war im Kriegsfall, aber der kleine Belagerungszustand im Friedensfall. Dann konnten Leute ausgewiesen werden. Bebel und Liebknecht zum Beispiel sind auf Drängen der preußischen Regierung von der sächsischen Regierung aus Leipzig ausgewiesen worden. Und vorher war auch Liebknecht schon aus Preußen ausgewiesen worden. Und das kann sozusagen von kommunalen Verwaltungsbehörden, die aber gar keine kommunalen Verwaltungsbehörden sind, sondern Organe des Innenministeriums verfügt werden. Sechstens, Volkswehr anstelle des stehenden Heeres nach einem besonders auszuarbeitenden Militärprogramm. Siebtens, Dezentralisation der Polizei und Abschaffung der politischen wie der geheimen Polizei. Achtens, Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden, Kreise und Provinzen. Neuntens, demokratische Justiz, Unabhängigkeit und Wählbarkeit der Richter mit ausschließlicher Verantwortlichkeit vor dem Gesetz, einwandfreie Behandlung der Gefangenen in sozialer, hygienischer und geistiger Hinsicht. Zehntens, Weltlichkeit der Schule. Elftens, Aufhebung aller Sondergesetze und Sondermaßnahmen gegen die nationalen Minoritäten. Wir haben große nationale Minoritäten in Preußen, vor allem die Polen, nach der polnischen Teilung. Uneingeschränkte Versammlungs- und Pressefreiheit und ein demokratisches Fremdenrecht. 13. Aufhebung der Gemeindeordnung und Förderung des genossenschaftlichen Zusammenschlusses der kleinen Landwirte. 4. Staatliche Arbeitslosen- und Armenfürsorge. 15. gesetzliche Regelung des Gesundheitswesens, wirksame Bekämpfung der Volkskrankheiten. 16. Forderung von Maßnahmen im Interesse wie Regulierung von Strömen, Kanal, Eisenbahn, Wege und Städtebau, Senkung der Gebühren für Verkehrsmittel. Also so richtig revolutionär ist das nicht, aber war es für das damalige Preußen. Einige dieser Programmpunkte stehen dann schon im Erfurter Programm der Deutschen Sozialdemokratie von 1891, darunter auch die Ersetzung der stehenden Heere durch Miliz, da orientiert man sich an der Schweiz. Und was nun die Wählbarkeit der Richter angeht, orientiert man sich am Vorbild der Vereinigten Staaten. Das ist im Grunde ein radikaldemokratisches Programm, kein sozialistisches Programm. So viel zu seiner Wirkung, die ja in der Innenpolitik, was ja nun ist ja auch schon ein Wirken in der Kommunalpolitik gewesen. Damit bin ich mit diesem ersten Teil fertig. Wir kommen nun zum zweiten Teil, nämlich Militarismus und Antimilitarismus und
Jugendbewegung. Es war dies eine Zeit, in der die bürgerliche Jugendbewegung sich auf den Weg macht. Der Wandervogel ab 1906 aus dem Steglitzer Gymnasium, zunächst eine bürgerliche Bewegung, und da beginnt ja nun eine lange Tradition, das ist natürlich für die SDJ, soll das ja vielleicht interessant sein, eine Rebellion zunächst mal der bürgerlichen Jugend gegen das reaktionäre Schulwesen im Elternhaus. Das spaltet sich dann später in eine proletarische und eine bürgerliche Jugendbewegung. Aus der sozialistischen Jugendbewegung ist ja bekanntlich Wolfgang Amthor hervorgegangen. Es gibt noch Bilder, wo er da so in der Kluft und mit Koppel und so und kurzer Hose da steht. Sehr schönes Bild. Und das wird dann vereinnahmt natürlich, zum Teil durch die Nazis. Also die HJ ist von der äußerlichen Kluft auch nachgebildet, der bürgerlichen Jugendbewegung, und dann gibt es wieder eine andere Spur bis zur Freien Deutschen Jugend, die auch so eine Kluft hat. Nicht? Das geht zu 1906, und von Anfang an ist da auch eine Spur neben dieser Spur, und da ist Karl Liebknecht führend. Er wird dann zu von den Jugendlichen vergötterten Führer einer proletarischen Jugendbewegung, und zwar sowohl auf deutscher Ebene als auch auf internationaler Ebene, und verbindet das sofort mit einem Kernpunkt von Politik, denn die Jugendlichen sind ja vor allem männliche Jugendliche gewesen in dieser Jugendbewegung. Es gab auch Frauenbünde, Mädchenbünde, aber die männlichen Jugendlichen in der Jugendbewegung waren ja die künftigen Wehrpflichtigen. Und da setzt Liebknecht an und versucht nun über die Jugendbewegung zu einem Kernpunkt seiner Politik, nämlich zum Antimilitarismus zu finden. Und das erklärt uns jetzt Gerd Meyer. Wir sind beim Punkt 2 immer noch, Militarismus und Antimilitarismus. Karl Liebknecht tritt in die Politik ein, 1900, haben wir gehört. Und in diesem Kernthema Militarismus und Antimilitarismus findet er dann sein politisches Lebensthema. Vielleicht sollten wir uns andersrum sagen, er wurde auf dieses Lebensthema durch die Wirklichkeit des Wilhelminischen Reiches gestoßen. Dieser Karl Liebknecht war ja genauso alt wie das Wilhelminische Reich, geboren beide 1871 im Krieg, im deutsch-französischen Krieg. Und sein Leben lang konnte dann dieser Karl Liebknecht sehen, wie das gleichaltrige Deutsche Reich sich dann auch militärisch entwickelt hat. Da stand dann ja jeden Tag in der Zeitung, was es da für neue Errungenschaften gegeben hat. Neue Phasen der Hochrüstung, dann der Flottenbau, Heeresvergrößerung, Vergrößerung der Militärhaushalte, neue Waffensysteme. Besonders stolz war man auf die neue Artillerie. Später kamen sogar Fluggeräte hinzu. Großmanöver, Uniformkult. Militarismus an Schulen und Hochschulen, Neubau von Kasernen, nicht nur in Berlin, wo es riesige Kasernenkomplexe gab, auch in kleinen Städten, zum Beispiel in der kleinen Stadt Marburg, wohnen wir jetzt hier am Rande des Südviertels, und im Zentrum des Südviertels ein ausgedehnter Kasernenkomplex, der in der wilhelminischen Zeit gebaut worden ist. Dann sieht Karl Liebknecht auch die ganzen Kolonialgräuel, Expedition nach China im Jahre 1900, haben wir gehört, 1904 bis 1908, der heute wieder viel diskutierte Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Bisschen lauter bitte. Danke. In Deutsch-Südwestafrika, in Namibia. Das sieht Karl Liebknecht, dass das Deutsche Reich sich immer am Rande von Kriegen entlang balanciert. Es gab zwei Marokko-Krisen, am Balkan hat es dauernd gekriselt. Das Leitmotiv dieses neuen Reiches war dann ja wohl die Expansion und die imperiale das Großmachen dieses Reiches in eine imperialistische große Macht. Im Grunde war das Deutsche Reich eine Vergrößerung des alten Militärstaates Preußen, könnte man sagen. Und das war das Leitmotiv, hat die offizielle Politik bestimmt. Dagegen gibt es ja immer kleine Untergrundbewegungen, zu denen Liebknecht zählt. Das waren dann die Sozialisten, die Humanisten, Pazifisten, linke Künstler, die systemkritisch waren.
Und das ist diese Unterströmung, die bis 1914 deutlich sichtbar war, manchmal unterbrochen, unterdrückt, aber sie war immer präsent und Karl Liebknecht ist einer dieser Repräsentanten dieser Gegenströmung. Die wachsenden Kriegsgefahren, die deutlich erkennbar wurden seit dem Jahre 1900, die haben eigentlich in der offiziellen Sozialdemokratie noch gar nicht zu einem großen Umdenken geführt. Es gab einzelne Personen, Rosa Luxemburg hat schon Reden gehalten gegen diese neuen großen Gefahren, aber eine eigenständige Aktivität in Richtung Antimilitarismus gab es damals nach 1900 noch nicht. Man hat gesagt, der Kampf gegen den Militarismus ist ja eingewoben in den allgemeinen Kampf der Sozialdemokratie gegen den Kapitalismus. Und da braucht man keinen extra Kampf führen gegen den Militarismus. Hinzu kam Angst vor Repressionen. Diese Sozialdemokratie, die hat ja darunter gelitten, die wusste ja genau, was Repression heißt, während des Sozialistengesetzes 12 Jahre lang, also von 1898 bis von 1878 bis 1890 war die Partei verboten, war staatlichen Repressionen ausgesetzt. In den Kasernen war auch jede politische Aktivität streng untersagt, da ist man gleich ins Gefängnis gewandert, sodass eine gewisse Angst da war, dieses Thema Militarismus auf die Tagesordnung zu setzen. Aber der Karl Liebknecht hat schon auf dem Bremer Parteitag 1904 hervorgehoben, der Militarismus stellt die höchste Konzentration der brutalen Gewalt des Kapitalismus dar. Und besonders wichtig ist die Agitation unter der Jugend gegen das Hauptbollwerk des Kapitalismus, gegen den Militarismus. Nur mit seiner Resolution hat er keinen Erfolg gehabt, wurde niedergestimmt, ebenso am nächsten Parteitag in Jena 1905, dann abermals auch nochmal in Mannheim 1906, hat er starke Gegner gehabt, die später noch eine große Rolle gespielt haben im Kampf gegen diesen Antimilitarismus. Das war vor allem Eduard David, Gustav Noske, Albert Südekum, Georg von Vollmar und viele andere. Die haben immer gebremst, haben gesagt, man darf hier keine extra Kampagne gegen den Militarismus führen. Andererseits gab es dann Leute, die sich hinter den Karl Liebknecht gestellt haben, Georg Ledebur, Clara Zetkin, natürlich Rosa Luxemburg. Dieses Thema Militarismus und Antimilitarismus hat die Partei nach und nach aufdifferenziert und gespalten, polarisiert. Das war also eines dieser Themen, entlang dessen die Fronten innerhalb der Sozialdemokratie dann verlaufen sind. Mehr Erfolg hat der Karl Liebknecht gehabt mit seiner Agitation gegen den Krieg 1906. In Mannheim, da gab es eine erste Generalversammlung des Verbandes Junger Arbeiter Deutschlands. Und Liebknecht hält dort ein Referat Jugend und Militarismus. Gleichzeitig gab es auch internationale Aktivitäten. Es gab einen belgischen Sozialisten, der aktiv war in dieser Richtung, das war der Henrik de Man, der auch in Deutschland studiert hatte, in Heidelberg. Und seit 1905 aktiv war in einer Sammlung der internationalen Kräfte gegen den drohenden Krieg. Karl Liebknecht hält ein Referat in Stuttgart 1907, aus dem ich etwas vorlese. Das ist die erste internationale Konferenz der sozialistischen Jugendorganisationen in Stuttgart, August 1907. Der Militarismus ist nicht nur die Armee in ihren verschiedenen Gestalten. Er greift auch weit aus in die bürgerliche Welt, unser ganzes öffentliches Leben umklammernd und bis in seine feinsten Fasern durchdringend. Er ist ein ungeheuer raffinierter Apparat zu dem Zwecke, sich den natürlichen Entwicklungsgesetzen entgegenstellend, die menschliche Gesellschaft autokratisch und souverän im Interesse des Kapitalismus und überhaupt der herrschenden Gewalten nach seinem Bilde, nach seinem Willen einzurichten. Dann gibt es erste Organisationsformen dieser Jugendbewegung. Es gibt
einen internationalen Kongress, dann ein internationales Sekretariat, in dem dieser Henrik de Mann tätig ist, dann Karl Liebknecht selber und ein Dr. Ludwig Frank. Die geben auch ein gemeinsames Bulletin in deutscher und französischer Sprache heraus, Bulletin gegen den Krieg, gegen den Militarismus, eine Sensation damals, dass Deutsche und ihre Erbfeinde, die Franzosen, ein gemeinsames Bulletin zu diesem wichtigen Thema herausgegeben haben. Und 1907 erscheint dann Liebknechts Broschüre Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung. Und Karl Liebknecht ist von 1907 bis 1910 Präsident der Jugendinternationalen und Mitglied des Internationalen Jugendsekretariats. Insgesamt wird eine starke antimilitaristische Arbeit gemacht bis zum Jahre 1914, aber nicht von allen. Interessant ist da diese Figur, dass Dr. Ludwig Frank, das ist ein Mann, der eine ähnliche Biografie hat wie Karl Liebknecht, in Baden geboren, ist einige Jahre jünger als Liebknecht, Promotion auch im Fach Jura, Rechtsanwalt dann in Mannheim, seit 1900 auch in der SPD, aktiv in der proletarischen Jugendbewegung, sogar noch ein bisschen eher als Liebknecht selber, seit 1904 in Süddeutschland, aber er zählt zu den Revisionisten, hat dann im Badischen Landtag auch für das Budget, den Staatshaushalt immer gestimmt, war auch im Reichstag, da eher einer der zurückhaltenden Menschen, hat dort nicht viel geredet, aber auf einmal bricht er dann voller Enthusiasmus im Jahr 1914 als Kriegsbefürworter in Erscheinung. Er sagt, die alte Idee des Internationalismus ist überholt, er war inzwischen schon an die 40 Jahre, meldet sich sofort freiwillig zur Armee, wird auch eingekleidet, marschiert los, hoffte schon Ende 1914 in Paris zu sein, nimmt dann am ersten Gefecht teil in Lothringen, gleich am 3. September 1914 und wird dort gleich getötet, ohne selber einen eigenen Schuss abgegeben zu haben. Antimilitarismus und Hochverrat. Kurz nach dem Erscheinen der Broschüre wurde gegen Liebknecht ein Hochverratsprozess angestrengt. Der Kriegsminister selber, die hießen damals Kriegsminister, nicht Verteidigungsminister, der Kriegsminister Karl von Einem hat selber das eingefädelt. Anklage, Vorbereitung zum Hochverrat. Liebknecht wolle Frankreich gegen die Deutschen aufhetzen, die Armee abschaffen, das Reich wehrlos machen, die Arbeiter mit Waffen versorgen und den Kaiser wegjagen. Das ist natürlich alles Hochverrat. Das Reichsgericht in Leipzig eröffnet das Verfahren im August 1907. 35 Jahre zuvor hat sein Vater, der Wilhelm Liebknecht, gemeinsam mit dem Bebel in Leipzig vor demselben Gericht gesessen. Vorbereitung zum Hochverrat war die Anklage, 2 Jahre Festungshaft, dann das Urteil. Jetzt sitzt der Sohn vor Gericht, Karl Liebknecht, der sich zu seiner Schrift bekennt. Er fordert aber, dass die Schrift vom Gericht vorgelesen wird im Gerichtssaal. Das wird dann genehmigt und dann wird vom Gerichtsdiener wird das ganze Buch vorgelesen. Ist dann kommt ins Protokoll des Gerichts rein, ist dann insofern öffentlich und wird dann sofort von allen sozialdemokratischen Zeitungen im ganzen Reich nachgedruckt. Da wurde jetzt nicht die Broschüre von Liebknecht nachgedruckt, sondern das Gerichtsprotokoll. Das war also eine gewaltige Wirkung in dieser Richtung des Antimilitarismus im ganzen Reich. Liebknecht hält da seine Verteidigungsrede, er wolle Abrüstung, Völkerverständigung, er wolle, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden vom ganzen Volk getroffen werde, ein Volksheer statt einem stehenden Heer. Das nutzt alles nichts, das Urteil wird gefällt im Oktober 1907, Festungshaft 1,5 Jahre lang. Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte zu bestreiten. Es gibt eine große Solidaritätsveranstaltung für den Karl Liebknecht, große Kundgebungen, oft mehreren Tausend, an die 10.000
Leute versammeln sich dann hinter Liebknecht in Berlin. Bürgerlichen und konservativen Parteien im Reichstag sind natürlich für das Urteil. Und im Oktober 1907 tritt dann der Liebknecht seine Haft in der Festung Glatz, das liegt in Schlesien, an. Die Bedingungen sind nicht ganz so schrecklich wie denn damals im Zuchthaus. Er konnte auch Studien und Forschungen betreiben, hatte einige freie Räume, hat sich dann auf das Fach Philosophie gestürzt. Das war irgendwie eine heimliche Liebe von dem Karl Liebknecht, hat ganz viele philosophische Werke studiert, exerpiert, wollte ein großes Buch schreiben, Bewegungsgesetze der gesellschaftlichen Entwicklung. Nach seiner Entlassung dann im Mai 1909 gab es wieder große Solidaritätskundgebungen. Liebknecht war schon eine international bekannte Figur. Persönlich war er denn in einer großen finanziellen Krise, denn seine ganze Rechtsanwaltspraxis lag ja da nieder, konnte kein Geld verdienen und er hatte auch noch hohe Schulden durch die russische Revolution von 1905-6. Er war sehr eng bekannt mit manchen Mitgliedern der russischen Sozialdemokratie, die in der Revolution aktiv waren, hat die unterstützt, auch mit juristischem Rat, mit juristischem Beistand, hatte sich 6.000 Mark ausgeliehen, die musste jetzt allmählich zurückzahlen, obwohl er gar kein Geld hatte. Und er schreibt dann in einem Brief, je suis vis-à-vis de rien, ich stehe finanziell vor dem Nichts. 1912, wir haben gehört, Liebknecht sitzt jetzt schon im Reichstag, weil er den Kaiserwahlkreis dann gewonnen hatte. Sitzt in seinem Büro, da kommt eines Tages der Bürodiener rein mit seinem Päckchen, ohne Absender. Liebknecht macht das auf. Sein anonymes Schreiben mit ein paar Fotografien dabei. Das ist ein anonymes Schreiben gewesen, was darauf hinwies, dass die Firma Krupp, Friedrich Krupp in Essen, ein geheimes Büro in Berlin unterhält zum Ausspionieren der Kriegswirtschaft, des Kriegsministeriums. Man wollte wissen, dass man an geheime Informationen rankommt, über Rüstungen, Beschaffung von neuen Kanonen, Preise, was macht die Konkurrenz, wo kann man neue Kanonen verkaufen. Liebknecht recherchiert weiter und stößt dann allmählich auf ein großes Spektrum von Teilnehmern eines verzweigten korruptiven Netzwerkes. Die Teilnehmer dieses Netzwerkes sitzen dann auf einmal im Kriegsministerium, dann bei den Großbanken wiederum, bei Exportfirmen. Recherchiert dieser Liebknecht immer weiter. Auch im Ausland haben die dann Kontakte. Sie haben auch eigene Presseorgane. Und Liebknecht spricht dann von einer Kanoneninternationale. Liebknecht informiert die Öffentlichkeit über diese hintergründigen Netzwerke. Er selber hat auch dann Kontakt zu ähnlichen Initiativen in Frankreich und in England. In England gibt es einen Mann der Independent Labour Party, der heißt Walter Newbold, der hat ein Buch geschrieben, The War Trust Exposed, der entlarvte Kriegstrust. Mit dem stand der Liebknecht in Kontakt und tauscht sich Informationen aus, die sehen, dass dieses Netzwerk wirklich international war, Deutschland, England und Frankreich. André Morizet, das war ein Redakteur der Zeitschrift, der Zeitung Humanité, ein Antimilitarist, hat dann auch sich in diesen Rechercheverbund hineinbegeben. Liebknecht wollte dann ein größeres Buch veröffentlichen, Die Internationale der Rüstungsindustrie. Das Manuskript ist wohl schon weit gediehen gewesen, aber das Buch ist ja nicht veröffentlicht, ich habe es auch nirgends gefunden. Das Vorwort ist teilweise erhalten, aber das Werk selber ist nicht veröffentlicht. Nur aus dem Vorwort kann ich einige Punkte vorlesen. Werde ich gleich machen. Zu diesem Thema
Hält er denn Veranstaltungsreihen, macht er Veranstaltungen in Deutschland, Frankreich, auch Belgien, Niederlande? Ein Jahr zuvor war er auch in den USA gewesen, hat dort antimilitaristische Vorträge gehalten. Und noch im Juli 1914, also direkt vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ist er dann in Nordfrankreich eingeladen, in einer kleinen Stadt, Condé, Condé-sur-Lescaut heißt die, an der belgischen Grenze, eine große Friedensversammlung mit an die 20.000 Arbeitern, werden rote Fahnen geschwenkt, Sprechchöre sind dort, Vive Liebknecht, Vive l'Allemagne, Abat la guerre, nieder mit dem Krieg, contre les 3 ans, gegen die 3 Jahre verlängerten Kriegsdienst, das in Frankreich durchgeführt werden sollte. Das war eine sehr erfolgreiche Kampagne. Liebknecht erhielt großen Beifall. Man meinte noch durch Massenaktionen auch in Frankreich diesen Krieg vermeiden zu können, was dann einige Tage später als Hoffnung zerronnen ist. Liebknecht schreibt weiter in seinem Vorwort über die internationale der Rüstungsindustrie. Jetzt kommt das kurze Zitat. Die Waffen- und Munitionsfabriken und ihr Anhang in Deutschland sind mit österreichischen, belgischen, französischen und russischen Firmen zusammengeschlossen. Sie haben den ganzen Erdball in Interessenssphären zur Exploitation unter sich verteilt. Wie sonst die Ausnutzung von Bodenschätzen Gegenstand von kapitalistischen Abmachungen ist, so hier die Ausbeutung des Völkerhasses, der kriegerischen Gefahren und Möglichkeiten der Möglichkeit, den Völkermord und seine Vorbereitung in Gold auszumünzen. Liebknecht ist bekannt geworden, auch in bürgerlichen Kreisen, durch seine antimilitaristische Arbeit. Etwa Bertha von Suttner hat Liebknecht hochgeschätzt. Er schreibt dann auch, endlich mal ein Mann, der Informationen gibt über die Hintergründe dieser Hochrüstung, die man in ganz Europa beobachten konnte. Also Liebknecht ist eigentlich auch für die Wissenschaftler wichtig geworden. Er hat ein wichtiges Sujet entdeckt, nämlich den militärisch-industriellen Komplex, so hat man das seit den 1950er Jahren ja genannt, die Verflechtung von Staatsapparatur, Militär, Großkonzernen, Banken, Presse, Wissenschaft, es gibt eine Militärwissenschaft, Thinktanks mit entsprechender internationaler Vernetzung. Jetzt sind wir schon im Jahre 1914. Dann käme unser dritter Teil, der heißt Krieg und Zuchthaus. Die Frage stellt sich, was war los am 3., am 4. August 1914? Ja. Dieses Deutsche Kaiserreich war ja offensichtlich ein ganz merkwürdiges Gebilde, hochreaktionär, korruptiv zwischen Krupp und dem Kriegsministerium, enge Beziehungen, die von Liebknecht ja so weit enthüllt wurde, dass es auch zu Gerichtsverfahren gab gegen korrumpierte Beamte auf der einen Seite. Andererseits aber auch ein merkwürdiges Land, weil es doch Öffentlichkeit zugelassen hat. Gerd hat ja erzählt, dass die Prozesserklärung von Karl Liebknecht und auch seine Broschüre, die da ja nun angeklagt war, verlesen werden mussten und dann anschließend in den Zeitungen stand. Also merkwürdig breite Öffentlichkeit. Das war 1872 auch schon so gewesen bei dem Hochverratsprozess gegen Bebel, Liebknecht und Adolf Hipner. Da hat der Staatsanwalt das Manifest der Kommunistischen Partei, das Kommunistische Manifest, in dieses Anklagematerial eingebracht. Daran könnte man sehen, dass das Hochverräter sind. Damit war das ein Beweisstück. Aber Beweisstücke sind im mündlichen Verfahren ja nur dann Beweisstücke, wenn sie vorgelesen werden. Also musste das ganze Kommunistische Manifest, das im Übrigen illegal war, verboten war, vorgelesen werden. Und in den Sälen saßen oft Proletarier. Man kann sich auch vorstellen, dass bei dem Leipziger Hochverratsprozess gegen Wilhelm Liebknecht die Mehrzahl Arbeiter war. In Leipzig war das nachgewiesenermaßen 1972 so und die haben natürlich sich sehr gefreut und mussten dauernd vom Richter ermahnt
wären da keine Beifallsbekundungen zu machen, sonst würde er den Saal räumen. Und damit war natürlich das kommunistische Manifest legal und konnte im ganzen Deutschen Reich verbreitet werden. Und auch die antimilitaristische Agitation von Wilhelm Liebknecht, die fand ja im Deutschen Reichstag statt. Der hat seine ganzen Materialien danach ausgebreitet über die Internationale der Rüstungsleute, hat dann auch die Firmen genannt, eine belgische Firma, eine deutsche Firma, eine englische Firma, die da ihre Kartelle gebildet haben und auch den Rüstungsmarkt untereinander aufgeteilt haben. Das erzählte alles den Reichstagsabgeordneten, natürlich lähmendes Schweigen, Entsetzen bei den Konservativen, und die Presse schreibt natürlich fleißig mit und steht am nächsten Tag in der Zeitung. Also es schien ganz gut auszusehen. 1913 hat er diese Reden gehalten, eigentlich konnte gegen diesen massiven Widerstand, so konnte man denken, überhaupt kein Krieg mehr stattfinden. Und im Juli 1914 waren die Straßen voll in Berlin mit Antikriegsdemonstrationen. Nieder mit dem Krieg. Goetz hat es aus Frankreich erzählt. Ja, wir haben es auch in Berlin gehabt. Also klarer Fall. Also jetzt rennen die gegen die Wand, die Herrschenden. Ja, und dann bricht der, das war Juli. Dann kommt der 1. Juli, der Krieg bricht aus. Deutschland überfällt Belgien. Und ein chauvinistischer Taumel ohnegleich bricht aus. Ja, chauvinistischer Taumel. Man hat den Eindruck, dass dieselben Volksmassen, die kurz zuvor noch gegen den Krieg demonstriert haben, plötzlich für den Krieg sind. Wahrscheinlich waren es unterschiedliche Leute, aber von den Massen her war es ähnlich. Und jetzt ist anberaumt, Abstimmung über die Kriegskredite am 4. August, und am 3. August trifft sich die Reichstagsfraktion. Und natürlich könnte man annehmen, die werden dagegen stimmen. Und dann das Erstaunliche. Am 4. August stimmt die Reichstagsfraktion der Deutschen Sozialdemokratie einstimmig für die Kriegskredite, einschließlich von Karl Liebknecht. Also lähmendes Entsetzen. Also als Lenin die Nachricht bekam, hielt er das für eine Fälschung. Dachte, dass also irgendwie mal wieder die zaristische Presse da gelogen hat. Musste sich aber auch belehren lassen, nein, einstimmig. Die Deutsche Sozialdemokratie einstimmig für die Kriegskredite. Bruch aller Beschlüsse, die vorher gefasst worden sind, auch das Stuttgarter Kongresses. Auch Bruch mit der Tradition des Vaters Liebknecht und auch Bebel, die ja im Norddeutschen Reichstag damals sich der Stimme enthalten haben im Deutsch-Französischen Krieg, weil sie sagten, es ist tatsächlich eine französische Aggression. Aber wir können nicht für unsere Regierung stimmen, also enthalten wir uns erstmal. Und als dann nach der Schlacht bei Sedan der Kaiser Napoleon abgesetzt war und die Französische Republik sich wehrte gegen die deutsche Invasion, sagten die Bebel und Liebknecht, jetzt ist es ein Angriffskrieg. Und deshalb stimmen wir jetzt gegen die Kriegskredite. Eine sehr differenzierte, kluge Haltung. Und wie versteht, und von daher kann man das Erstaunen gut verstehen, dass man sagt, sind die denn alle verrückt geworden? Also was ist denn da passiert? Ja, eine große Rolle in der Volksstimmung spielte damals die Tatsache, dass der Krieg gegen den Zarismus ging. Und Liberale und Linke, für die war der Hauptfeind der Zarismus. Auch Wilhelm Liebknecht hat sich an einer großen Petition von 1914 beteiligt, mit vielen Liberalen gegen den schrecklichen Zarismus. Friedrich Engels hat eine große Broschüre geschrieben, die auswärtige Politik des russischen Zarentums. Braucht man eigentlich nur den Zaren mit Putin dazu ersetzen, dann hätte man eine Argumentation von heute. Also der Zarismus, das war der Feind an sich, und das wirkte sich auch in den Volksstimmungen aus. Die Liberalen waren alle für den Krieg. Eine Ausnahme, eine rühmliche Ausnahme in Marburg, da hatten wir den Professor Walter Schücking, ja, in der Schückingstraße hat er gewohnt. Der war einer der wenigen bürgerlichen Pazifisten, von denen Gerd vorhin erzählt hat. Aber die Reichstagsfraktion versammelt sich am 3. August, ein Tag vor der Abstimmung, und diskutiert. Und es bildet sich die alten Fronten, die es schon in der SPD vorher gab, ab. Auf der rechten Flügel ein Mensch, das ist eine Schande für das Hessenland, dass er aus unserer Umgebung kam, Eduard David aus Gießen, da wo der Christian jetzt immer noch die Kinder erzieht, da hat damals der David seine Doktorarbeit geschrieben über den Dialekt der Leute von Grofdorf. Das war ein Imperialist, der sagte, naja, das ist doch prima, wir stimmen jetzt für die Kriegsgeräte. Denn der Kaiser ist jetzt auf uns angewiesen. Er wird jetzt immer wieder die Kriegskredite bei uns beantragen müssen. Und das kostet natürlich. Das werden wir dann einen Deal machen, und dann werden wir irgendwann wird es uns in die Regierung aufnehmen, und dann regieren wir mit, und dann werden wir natürlich auch fordern,
dass das Dreiklassenwahlrecht in Preußen aufgehoben wird. Also stimmen, wenn wir für den Krieg stimmen, tun wir etwas für die Demokratisierung. Das war der Eduard David, interessanter Vogel. Der hat sein Kriegstagebuch geführt, das vor ein paar Jahrzehnten veröffentlicht ist. Also eine besonders unerfreuliche Person. Ich hoffe nicht, dass in Grofdorf eine Straße, die nach ihm benannt ist. Also das ist die äußerste Rechte. Dann in der Mitte haben wir dann auch wieder ein Mann, der eigentlich nicht mehr erwähnt werden dürfte, unseren ehemaligen Marburger Mitbürger, Philipp Scheidemann, Schriftsetzer aus Zwischenhausen. Dann Friedrich Ebert. Noch lauter, ja. Friedrich Ebert. Die sagen, das ist eine technische Angelegenheit, wir haben den Krieg nicht gewollt, aber es ist ja nun einmal da. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Ernte eingebracht wird und dass die Maschine hier läuft und haben wir eine Verantwortung. Und deshalb müssen wir halt dafür stimmen. Übrigens in Übereinstimmung mit den Gewerkschaften, die damals sofort beschlossen haben, Burgfrieden, keine Streiks mehr. Ja, dann gab es noch die Linken. Die waren gegen den Krieg, gegen die Kriegsgeräte und hätten nun 14 Abgeordnete. Die waren dagegen und die hätten darunter auch Liebknecht. Die hätten ja nun dagegen stimmen müssen, aber die hatten ein Problem. Das Problem war der Fraktionszwang. Bis dahin hatten immer die Rechten, Ludwig Frank in Baden, für den Etat gestimmt. Und für jede anständige Opposition gehört es ja, dass sie gegen den Etat stimmt. So gehört sich das, ne? Immer. Auch in der Stadtverordnetenversammlung, die Linke stimmt immer gegen den Etat. Ist auch gut so. In Baden hat die Sozialdemokratie das nicht gemacht, weil sie gesagt haben, wir haben einen liberalen Fürsten und wir können machen auch einen Deal vorher, eine Budgetkomitee, kann ein bisschen Sozialpolitik machen, dann stimmen wir dafür. Dann gab es der nächste Parteitag, große Aufregung über den Disziplinbruch und die Linken zogen dem Ludwig Frank das Fell über die Ohren und sagten, das ist Sauerei, wir sind noch eine geschlossene Partei, Fraktionszwang muss gehalten werden. Der Ludwig Frank sagte, nö, das wurde überstimmt. Anschließend wurde gefragt, jetzt werden Sie sich denn jetzt bei der nächsten Abstimmung werden sich dann enthalten, werden sich denn dann an die Fraktionsdisziplin halten, werden Sie dann wieder dagegen stimmen, sagt der Ludwig Frank, ach, ich komme aus Baden, bei uns ist das so, da erzählt man von so einer Bäuerin, die immer Holz geklaut hat im Wald. Und da wird sie vom Förster erwischt und dann muss sie eine Strafe zahlen. Dann zahlt sie ein paar Groschen Strafe und dann sagt der Förster so, und das nächste Mal machen Sie das nicht mehr. Und das sagt die, na, ich stelle mein Holz und ich zahle meine Strafe. Und so mache ich das auch, nicht? Und da wurde auch, das war auch noch humoristisch und da waren natürlich die Linken sehr humorlos und fanden das ganz schlimm. Und jetzt plötzlich stimmt die Reichstagsfraktion, macht sie etwas, womit sie nie gerechnet hätte. Sie stimmt für die Kriegskredite und da beugen sie sich dem Fraktionszwang. Und Karl Liebknecht auch. Und dann hieß es noch, ja, und wer verliest denn morgen die Erklärung? Wir haben ja zwei Vorsitzende. Das eine ist der Friedrich Ebert und das andere war ein Linker, Hugo Haase. Und der Friedrich Ebert sagt, ich habe gerade meine Brille vergessen, ich kann das also nicht vorlesen. Also muss es der Haase machen, der linke Haase. Und der tritt dann vor den Reichstag und liest die Zustimmungserklärung und sagt, ja, wir stehen vor der ehernen Notwendigkeit des Krieges und so weiter. Nicht? Das haben auch die Linken zu Gefangenen gemacht. Also eine Riesenkatastrophe international. Also die Sozialdemokratie war die größte sozialistische Partei der Welt damals, vorbildlich. Lenin hielt sie auch, also praktisch nahm für seine Bolschewiki die Sozialdemokratie als Vorbild. Und nun dieses und Liebknecht dabei. Rosa Luxemburg wollte sich damals umbringen, haben natürlich auch gleich den Liebknecht da zitiert, hast da gemacht und erklärt das Fraktionszwang. Und außerdem sei das furchtbar schnell gegangen, also wurde die Verklärung vorgelesen. Dann hieß es ja, wer dafür ist, erhebe sich, wupp, standen sie alle und bevor er dreimal den Kopf gedreht hat, war er auch bei denen, die mit aufgestanden sind. Dann geht aber die Sache erst richtig los. Denn es gibt Teile der Partei, die nun gar nicht vergnügt sind. Insbesondere in Stuttgart. Da waren so ziemlich die äußersten Linken der Sozialdemokratie versammelt. Und der Liebknecht muss nun rumreisen im Reich und wird dann gefragt, was hast du denn da angestellt? Und wird dann, also in Stuttgart fürchterlich in den Senkel gestellt. Ein sehr linker Mann, Jakob Walcher, der später noch in der SED war,
erzählt von einer solchen Versammlung, an der Karl Liebknecht teilgenommen hat in Stuttgart. Ich zitiere ihn: Wenn ich mich recht erinnere, haben 10 von 11 Diskussionsrednern, fast ausschließlich Betriebsarbeiter, Karl Liebknecht scharf kritisiert, weil er es unterlassen hatte, den Eindruck der Einstimmigkeit durch unüberhörbare Zwischenrufe oder auf irgendeine andere Weise zu beseitigen. Karl sagte in seinem Schlusswort, er sei im Innersten aufgewühlt und erschüttert. Seit dem 4. August sei er in zahlreichen Parteiversammlungen gewesen. Oft sei er dem Vorwurf begegnet, dass er mit dem Kopf durch die Wand wolle, dass er die Parteibeschlüsse missachte und die Fraktionsdisziplin breche. Hier in Stuttgart sei ihm vorgeworfen worden, am 4. August nicht kühn, energisch und draufgängerisch genug gehandelt zu haben. Und die Genossen hätten recht. Was von ihm am 4. August unterlassen wurde, sei ein schwerwiegender Fehler gewesen. Es bleibe ihm nur zu versprechen, in Zukunft alles, was in seinen Kräften stehe, zu tun, um das Versäumte nachzuholen und der in- und ausländischen Öffentlichkeit zu zeigen, dass es auch in Deutschland grundsätzliche Gegner der imperialistischen Machenschaften gebe, die fähig und bereit seien, mit ganzer Hingabe für die proletarische Solidarität und den internationalen Sozialismus zu wirken. Das macht er nun auch. Es steht ja bald wieder die zweite Abstimmung an. Wir hatten ja gehofft, an Weihnachten in Paris zu sein. Aber jetzt kommt Weihnachten und die Kriegsgeschichte ist schon aufgebraucht. Also braucht man neue. Und jetzt versucht er in der Fraktion die 14, die davor dagegen gewesen sind, zu gewinnen, dass sie bei der nächsten Abstimmung dagegen stimmen sollen. Ledebur ist einer der Kriegsgegner gewesen. Auch Hugo Haase, der arme Hund, der also auch noch die Erklärung vorgelesen hat, die wollte er dann nun gewinnen, dass man sagt, das nächste Mal stimmen wir mit Nein. Und er entwickelt das auch theoretisch, weshalb man gegen die Kriegsgesetze sein müsse. Denn es sei nicht wahr, dass es ein Verteidigungskrieg war. Es sei ein Angriffskrieg. Deutschland sei der Aggressor und der Hauptverursacher sei der deutsche Imperialismus. Und das Wort fällt. Er entwickelt dann Thesen, die November-Thesen 1914, mit denen er eine Linke aufbauen will in der SPD. Ich lese daraus vor. Einen Wesenszug des Imperialismus, dessen Hauptträger auf dem europäischen Festland Deutschland ist, bildet das wirtschaftliche und politische Expansionsstreben, das immer stärkere politische Spannungen erzeugt. Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg reinsten Wassers, und zwar vor allem auf deutscher Seite, mit dem von mächtigsten Kreisen beharrlich verfolgten Ziel von Eroberungen großen Stils. Es handelt sich vom Gesichtspunkt des Wettrüstens aus bestenfalls um einen von der deutschen und österreichischen Kriegspartei gemeinsam hervorgerufenen Präventivkrieg, zu dem die Gelegenheit günstig erschien, als die große Wehrvorlage verabschiedet und ein technischer Vorsprung gewonnen war. Große Wehrvorlage. Das war 1913. Da hat der General Ludendorff darauf hingewiesen, wenn das so weitergeht, werden wir das Wettrüsten verlieren. Denn die anderen, die haben ja nun also große Ressourcen und die rüsten kräftig und wir müssen auch kräftig rüsten. Und deshalb müssen wir jetzt, allerdings ist das Problem, die Steuerbasis ist bei uns zu schmal. Steuerbasis ist deshalb so schmal, weil es gar keine Reichsvermögenssteuer gibt. Nur in Preußen gibt es eine, keine Reichsvermögenssteuer gibt. Und wir müssten eigentlich, er argumentiert wie Joseph Biden, wir müssten eigentlich an die großen Vermögen ran. Wir müssen an die großen Vermögen ran, damit wir die Rüstung finanzieren können, sagt der reaktionäre General Ludendorff. Denn wenn wir weiter so eine schmale Steuerbasis haben, dann werden die Briten und Franzosen uns den Grund bohren müssen. Also setzt er über den Finanzminister Wehrmuth durch, dass tatsächlich eine Sondersteuer zur Finanzierung der Rüstung beantragt wird und die Sozialdemokratie soll sich dazu äußern. Darunter August Bebel, wenige Tage vor seinem Tod. Und hat die Sozialdemokratie gesagt, nee, diese Wehrvorlage nehmen wir natürlich ab. Also wurde gegen die Stimmen der Sozialdemokratie wurde die Wehrvorlage dann angenommen. Dann ging es aber um die Deckungsvorlage. Die Deckungsvorlage. Deckungsvorlage heißt, naja, die Wehrvorlage ist jetzt beschlossen. Wie soll es denn finanziert werden? Soll das der kleine Mann denn finanzieren ausschließlich oder sollen die Reichen auch zur Ader gelassen werden? Und da steht in der Vorlage des Finanzministers Wehrmuth drin, ja, wir brauchen eine Sondersteuer auf große Vermögen zur Finanzierung der Wehrvorlage. Da tritt August Bebel zu seiner letzten Rede im Reichstag an.
darf sitzen vom Platz aus sprechen, weil er schon so schwach ist, dass er nicht mehr stehen kann, und sagt, wir sind dafür. Wir sind gegen die Wehrvorlage, aber wir sind für die Deckungsvorlage. Denn das ist ein Stück Demokratisierung. Und gemeinsam mit den Liberalen und dem Zentrum stimmen sie die Konservativen, die das nicht wollen, nieder. Das meint er damit, wenn er sagt, der erste faule Schritt war schon 1914 gewesen. Also nochmal, es handelt sich vom Gesichtspunkt des Wettrüstens aus bestensfalls um einen von der deutschen und österreichischen Kriegspartei gemeinsam hervorgerufenen Präventivkrieg, zu dem die Gelegenheit günstig erschien, als die große Wehrvorlage 1913 verabschiedet und ein technischer Vorsprung gewonnen war. Dieser Krieg ist nicht für die Wohlfahrt des deutschen Volkes. Und so weiter. Das sind seine Novemberthesen. Mit diesen Novemberthesen steht er allein. Auch die Linken machen nicht mit. Die sagen, ach, die Fraktionseinheit und der Fraktionszwang. Wir können doch nicht die Partei spalten. So, und dann kommt es dann zur Sitzung des Deutschen Reichstags am 4., am 2. Dezember 1914. Die zweite Abstimmung über die Kriegskredite. Im Protokoll sieht das so aus. Präsident, wir kommen nunmehr zur Gesamtabstimmung. Ich bitte die Herren, die in der Gesamtabstimmung in dritter Lesung den Entwurf eines Gesetzes betreffen, die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Reichstagshaushaltsetat für das Rechnungsjahr 1914 annehmen wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben. Geschieht. Rufe einstimmig. Zurufe gegen eine Stimme. Es ist, soweit ich sehen kann, einstimmig, mit Ausnahme eines einzigen Abgeordneten. Stürmische Bravo-Rufe und Händeklatschen. Das Bravo-Rufen und Händeklatschen war natürlich nicht für den einen Abgeordneten, sondern für die anderen, die da aufgestanden sind. Edward David, dieser Typ aus Großdorf, schreibt in sein Tagebuch: Bei der Abstimmung über die Kredite bleibt Karl Liebknecht sitzen. Rufe von den Bänken der Liberalen konstatieren das. Man lacht mehr, als dass man Entrüstung zeigt. Sofortiger Zusammentritt des Fraktionsvorstandes wegen Liebknecht. Der Präsident hat Hase mitgeteilt, dass Liebknecht auch eine Motivierung zu Protokoll eingereicht hat, also eine Begründung. Ledebur will von einem Beschluss des Vorstandes Abstand genommen haben, das war wieder so ein Linker, da man den Beschuldigten erst hören müsse. Hase sucht möglichst milde Fassung der Verurteilung des Liebknecht, nur Konstatierung der Tatsache, höchstens einfaches Bedauern. Wir anderen sind zu einer sofortigen, klaren Erklärung entschlossen, also wir rechnen. Ich entwerfe sie. Es wird beschlossen, sie sofort durch das Pressebüro hinaus zu geben. Das heißt, die Rechten informieren sofort die Öffentlichkeit, die Igel und die Wildschweine, das sind nicht von den Feinen, der Liebknecht gehört nicht mehr zu uns. Und da steht er noch im Vorwärts, ein Tag später. Ich zitiere: Der Vorstand der Sozialdemokratischen Reichstagsfraktion stellt fest, dass der Genosse Karl Liebknecht entgegen dem alten Brauch der Fraktion, der durch einen ausdrücklichen Beschluss für den vorliegenden Fall erneuert wurde, gegen die Kriegskreditvorlage gestimmt hat. Der Vorstand bedauert diesen Bruch der Disziplin, der die Fraktion noch beschäftigen wird, aufs Heftigste. Dann gibt die Partei eine Weisung an die sozialdemokratische Presse, die im ganzen Reich verbreitet ist, mit der Anweisung, das jetzt gleich mal zu drucken. Der Vorstand der Partei und der Vorstand der Reichstagsfraktion bitten die Parteipresse, den Abdruck der Erklärung betreffend das Verhalten des Genossen Liebknecht in der heutigen Reichstagssitzung abzudrucken und an diesen Fall keine weiteren Erörterungen zu knüpfen. Er soll also inhaltlich totgeschwiegen werden und im Übrigen soll er verstoßen werden. Er ist natürlich jetzt vorher schon eine Hassfigur für die äußerste Rechte gewesen. Er ist jetzt eine Hassfigur natürlich der Verräter Liebknecht. Das geht nun, also ist ein Volksfeind, aber er wird auch ein Idol für die Kriegsgegner. Insbesondere in den Schützengräben ist plötzlich der Name Liebknecht ein gewaltiger Name. Soweit. Und jetzt muss natürlich die Obrigkeit den Kerl stillstellen. Und dann gibt es einfach, der ist wehrpflichtig, den ziehen wir ein. Er wird eingezogen zu Pionieren, das nennt man damals Armierungssoldat. Und als er dann eingewiesen wird, wird er auch gleich da von seinen Vorgesetzten zitiert und sagt so, keine politischen Äußerungen, Klappe halten. Mit dem Klappe halten ist ein bisschen schwierig, weil er noch Landtagsabgeordneter, Reichstagsabgeordneter ist. Und immer wenn Reichstagssitzung ist und Landtagssitzung, muss er beurlaubt werden und dann geht er in den Deutschen Reichstag und hält gehässige Reden gegen das deutsche Vaterland. Damit sind wir jetzt beim nächsten, beim dritten Thema, Krieg und Zuchthaus. Gerd. Karl Liebknecht
wird Armierungssoldat am 7.2.1915, also wenige Wochen nach seiner Nichtbefürwortung der Kriegskredite. Da gibt es ein schönes Foto, wie er als Armierungssoldat auch zum Reichstag geht. Ich halte das vielleicht mal hier rein. Daneben sieht man ein anderes Foto, wo er eine Schubkarre schiebt. Da ist er zum Straßenbau eingesetzt. Er ist Armierungssoldat an der Westfront im März, von März bis Mai 1915 und dann an der Ostfront im zweiten Halbjahr 1915. Das war durchaus gefährlich. Der musste oft direkt an der Front auch denn seine Armierungstätigkeit realisieren, Schützengräben ausheben, Straßen bauen, Bäume fällen und so weiter. Einige Briefe sind erhalten, die sind sehr interessant, gerade jene von der Ostfront. Aus denen darf ich etwas vorlesen. Brief an seine Frau Sophie Liebknecht am 9. Juli 1915. Seine Frau ist eine Russin, Sophie Liebknecht, geborene Rüss. Sie stammt aus der russischen Stadt Rostow am Don, ist geboren 1884. Nun bin ich auch in Russland, ohne dich. Aber unter welchen grauenhaften Umständen? Ich kann meine moralische Lage nicht schildern. Willenloses Werkzeug einer mir in der tiefsten Seele verhassten Macht. Für wessen Interessen? Ich sitze im Stall unserer Wohnung auf einer Kiste und schreibe auf einem Brett. Die Kameraden liegen im Bett, das heißt auf dem Stroh um mich herum. Die Lichtstümpfchen wollen verglühen. Es ist 10:30 Uhr. Wir sind auf die Haut durchnässt. 1000 Fliegen umsummen und piesacken mich. Wir sollen Gewehre bekommen. Man will uns zur bewaffneten Truppe modeln. Ich schreibe dies am Jahrestag des Kriegsausbruches. Die Bilanz des Jahres ist Tötung, Verstümmelung, Erkrankung, Verseuchung von Millionen der kräftigsten Männer, Ausrottung der Menschenblüte Europas, moralische Rebarbarisierung der Völker, Verwüstung geheiligter Kulturschöpfungen von Generationen, Verschleuderung hunderter von Milliarden, Dezimierung des von der Vergangenheit gespeicherten gesellschaftlichen Reichtums zu Lasten der Zukunft, ein endloser Gespensterzug trauernder Mütter und Väter, Witwen und Waisen. Ich will nicht schießen. Und wenn es befohlen würde, dann möge man mich erschießen. Ende des Jahres, also Ende 1915, kommt er teilweise frei, weil er verwundet war, krank war, setzt dann auch gleich seine politischen Aktivitäten fort. Liebknecht ist einer der führenden Organisatoren der Gruppe Internationale, also der Kriegsgegner. Und die erste Reichskonferenz dieser Gruppe findet dann auch in seinem Rechtsanwaltsbüro statt, am 1. Januar 1916. Dann folgt eine illegale Konferenz der sozialistischen Jugend in Jena, April 1916. Fluchtblätter erscheinen, die er geschrieben hat. Das bekannteste heißt, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das war der 1915. Nach dem Eintritt Italiens auf die Seite der Entente. Das Flugblatt wurde dann in die Schweiz gebracht, erschien dann im Berner Tag, in der Berner Tagwacht der dortigen Zeitung, wurde sofort in der ganzen Welt bekannt als Flugblatt der deutschen Antikriegsopposition. In der Schweiz fand dann im folgenden, dann im selben Jahr 1915 die Zimmerwalder Antikriegskonferenz statt,
Liebknecht formuliert ein Begrüßungsschreiben, das wird dort mit großem Beifall vorgelesen. Die letzte Zeile heißt: Proletarier aller Länder, vereinigt euch wieder. Dann entwickelt er politische Aktivitäten im Reichstag. Das gibt das System der kurzen oder der kleinen Anfragen im Reichstag. Liebknecht formuliert Fragen, die natürlich dann nicht beantwortet werden. Ist die Regierung bereit, einen Friedensvertrag zu schließen ohne Annexionen und Kontributionen? Fragezeichen. Er fragt nach dem Schicksal der Armenier, die ja ermordet werden dann von dem Verbündeten der Deutschen, der Türkei. Ich war mal in Armenien gewesen und der Name Liebknecht war in den Diskussionen dort sehr bekannt, weil Liebknecht der Einzige war, der öffentlich gegen diese Ausrottung und die Massenmorde an den Armeniern im Jahre 1915 aufgetreten ist. Im Januar 16 wird er aus der Fraktion der SPD dann ausgeschlossen mit 60 zu 25 Stimmen. Liebknecht ist dann immer noch sehr aktiv, eilt vom Reichstag zum Preußischen Landtag. Es gibt eine kleine Charakteristik, dass Liebknecht durch die Feder von Rosa Luxemburg, das ein Jahr später dann geschrieben, im Jahre 17, Brief an Hans Diefenbach von Rosa Luxemburg, 30. März 1917. Vorigen Frühling habe ich noch einen Partner bei diesen Wanderungen gehabt. Vorigen Frühling, Anfang 1916. Karl Liebknecht. Sie wissen vielleicht, wie er seit langen Jahren lebte. Nur noch im Parlament, Sitzungen, Kommissionen, Besprechungen, in Hatz und Drang, stets auf dem Sprung von der Stadtbahn auf die elektrische und von der elektrischen ins Auto, alle Taschen vollgestopft mit Notizblocks, alle Armen voll frisch gekaufter Zeitungen, die er doch unmöglich Zeit hatte, alle zu lesen. Leib und Seele mit Straßenstaub bedeckt und doch immer mit dem liebenswürdigen jungen Lächeln im Gesicht. Ich hatte ihn gezwungen, vorigen Frühling ein wenig Pause zu machen, sich zu erinnern, dass es außer Reichstag und Landtag noch eine Welt gibt. Und er schlenderte mit Sonja, seiner Frau, und mir mehrmals durch die Felder und im botanischen Garten. Wie konnte er sich da wie ein Kind vor einer Birke mit jungen Kätzchen freuen? Das waren noch gute Monate für Liebknecht im Krieg. Die endeten am 1. Mai 1916. Da haben sich auf dem Potsdamer Platz, also mitten in Berlin, Antikriegsgegner versammelt. Es gab kleine Notizzettel, versammelt euch zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, protestiert gegen den Krieg, kommt alle zum Potsdamer Platz. In der Tat waren dann, es war eine der ersten großen Antikriegsdemonstrationen in Berlin, an die 10.000 Leute zusammen. Liebknecht mitten unter ihnen, tritt dann auf eine kleine Bühne, will gerade anfangen zu reden, kann aber nur 8 Wörter reden. Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung. Kommen sofort Polizisten und zingeln ihn, drehen ihm die Hände auf den Rücken, Abtransport ins Untersuchungsgefängnis und dann enden seine Tage in Freiheit. Der Reichstag hebt dann Liebknechts Immunität auf und liefert ihn so mit den Militärbehörden aus. Erstmal sitzt er in Untersuchungshaft. Dann wird er in letzter Instanz verurteilt zu 4 Jahren und einem Monat Zuchthaus bei Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 6 Jahre. Es gab zwar noch Proteste auf der Straße gegen das Urteil, aber dann sitzt er ab dem 8. Dezember 1916, endend erst im Oktober 1918, im Zuchthaus Luckau. Das waren schwere Jahre und Jahre der politischen Isolierung. Seine Frau konnte ihn nur noch selten besuchen, alle drei Monate nur einmal. Die Familie litt an Geldmangel, die 3 Kinder hatten keinen Vater mehr. Liebknecht arbeitete erst in der Schusterei,
dann in der Tütenkleberei, da notiert er Folgendes. Brief an seine Frau, Mai 1918. Seit einiger Zeit bin ich in den Stand der Tütenkleber getreten. Die Beschäftigungslose, die köstliche Zeit leider hat leider nicht mehr lange gewährt. Vorläufig bin ich noch Lehrling. Das Pensum beträgt 1000 Tüten pro Tag. Durch Zählen 1, 2, 3 bei jeder Tüte bis nach 3000, das ist das Pensum, suche ich mich zu spornen und zu unterhalten. Die Arbeit ist reinlich und relativ angenehm. Für mein Studium bleibt jetzt nur wenig übrig. Von 6 Uhr früh bis 7:45 abends muss ich arbeiten. Es bleiben ganz kurze Mittags- und Abendspausen. Ich werde aber meine knappe Zeit nach Kräften ausnutzen. Ich bin so durstig und möchte das Meer austrinken. Er hält sich fit mit Leibesübungen, die er auch genau beschreibt. September 1917 schreibt er an seine Frau: Vernünftig lebe ich ja wie kein Zweiter. Fenster weit offen am Tag und Nacht, auch jetzt noch in der Kühle. Freie Übungen. 2 bis 3 Mal täglich folgendes Menü. Die Arme herumgewirbelt, je 60 Mal nach vorn und hinten. Kopfwendungen, je 20 Kopfbeugen nach vorne, hinten und nach rechts, links. Je 10 Mal Kopfdrehen links und rechts herum. 60 Mal Schulterrollen und Bauchtanz. 60 Rumpfbeugungen rechts und links. 60 Rumpfbeugungen mit hochgestreckten Armen nach vorn. 60 Kniebeugen. 250 oder mehr Auf- und Abwanderungen in der Zelle, auf und ab zusammen jedes Mal 16 kleine Schritte, 250 Mal gleich 4000 Schritte. Dazu kommt, dass meine Arbeit im Stehen verrichtet wird, damals ist er noch Zuschneider in der Schusterei. Kurz, ich sorge dafür, dass mein Blut in Bewegung bleibt, dass Nerven und Sehnen nicht einrosten, dass jede Kalorie der Nährstoffe ausgenutzt und an die rechte Stelle befördert wird. So werde ich aushalten, mag kommen, was will. Er hat aber kaum Zeit zum Lesen, studiert aber wieder an seinem Hauptwerk, was er schon dann vor diversen Jahren in der Festung Glatz begonnen hatte. Das lässt ihn nicht los. Es soll ja heißen Bewegungsgesetze der gesellschaftlichen Entwicklung. Er exerpiert pausenlos, alles nach 12, 14-stündigem Arbeitstag bei schlechtem Licht. Liest, was er gerade zufällig in die Hand bekommt, Goethe, Schiller, Lessing. Und einige Philosophen, die da zufällig rumstehen, Spinoza, Cusanus, Giordano Bruno, ja, welche verstreuten philosophischen Titel waren dort sehr wohl auszuleihen, konnte man dann minutenweise lesen. Wir wissen darüber auch etwas Bescheid, weil 20 Jahre später ein anderer Mann in Luckau gesessen hat, Wolfgang Abendroth. Der war 4 Jahre im Zuchthaus ab 1937 und das hat auch beschrieben, dass da einige verstreute Bücher waren, die man da lesen konnte. Abendroth hat damals, um seinen Verstand zu behalten, eine persische Grammatik auswendig gelernt. Liebknecht macht Notizen, Entwürfe, schreibt auf Packpapier, auf Zeitungsränder, beschreibt Entwicklungen in der anorganischen, der organischen, der gesellschaftlichen Welt. Es steht natürlich auf dem Standpunkt des Entwicklungsgedankens des 19. Jahrhunderts. Er nimmt an, dass in Natur wie in Gesellschaft ein Höherentwicklungs-, ein Vollendungstrieb herrsche, ein Wirken von einer Art Lebensenergie, Lebenskraft, eine Art von Vis Vitalis. Es gibt aber nicht nur überall Höherentwicklung, sagt er, diese großen Kriege sind schreckliche Zusammenbrüche der Zivilisation.
Es gibt neben der Evolution auch die Involution. Es gibt, so schreibt er, Rückbildung und eben Fortbildung, Rückfälle, Rückgänge, Rückschläge, Zerstörungen, Rebarbarisierungen bereits erreichter Kulturstufen. Und Aufgabe des Sozialismus wäre dann natürlich, diese Rebarbarisierungen anzugehen und wieder den Gang der Geschichte in ein anderes auf einen anderen Weg zu bringen. Liebknecht, man kann das Buch selber gar nicht systematisch lesen, weil das nur ein Sammelsurium ist von zufälligen Exzerpten. Es gibt auch keine endgültige Edition dieser Konvolute. Er wirft aber ab und zu auch einen Blick weit in die Zukunft. Er sagt, Sozialismus muss auch sich mit der Natur versöhnen. Das sind interessante Passagen, gerade vielleicht auch für unsere heutigen Diskussionen. Darf ich einige Sätze vorlesen? Titel heißt ein Ausblick, das Telos, also das Ziel der Kulturentwicklung, der neue Humanismus, der kosmische Universalismus der Zukunft. Ziel des Sozialismus sei eine Versöhnung mit der Natur. Nicht ferner wie heute die Natur feindlich zu hassen, zu entstalten, zu zerstören, ist die künftige Menschheit da, sondern sie zu erhalten, sie zu lieben. Nicht Kampf und Hass, sondern Harmonie und Friede winkt am Ziele des steilen, dornigen Sturmweges der strebenden Menschheit. Und sie wird sich als ein Bruder, ein Geschwister auch der Tier- und Pflanzenwelt aller lebenden Natur fühlen und wissen und als ein durch die Fähigkeit bewusster Betrachtung ausgezeichneter Teil des Universums. Und am Sternenhimmel dieser beglückten Geschlechter wird in Sirius leuchtenden Lettern stehen jenes Subspecie Eternitatis, unter der Gestalt, unter dem Flügel der Ewigkeit und das andere Wort endloser Tiefe, das bist du. Der Sozialismus aber, die soziale Bewegung des Proletariats, ist die Entstehungs- und Kampfform dieses neuen, allumspannenden Humanismus. Das schreibt also dieser Liebknecht nach seinem 14-stündigen Arbeitstag in seiner dunklen, engen, feuchten, kalten Zelle in kurzen, freien Stunden, die ihm dann übrig bleiben. Er hat dann im Zuchthaus auch seine ganzen Augen verdorben, konnte nachher zeitweilig kaum noch sehen oder lesen. Einen politischen Lichtblick gab es, nämlich die Russische Revolution von 1917, die ja in ihren beiden Phasen, Februar und Oktober, auch eine Antikriegsopposition, eine Antikriegsrevolution war. Liebknecht verfolgt die Entwicklung dort sehr aufmerksam, ist sehr besorgt um das immer weitere Vordringen des deutschen Militärs in Osteuropa, in Polen, in Russland, setzt aber seine ganze Hoffnung dann auf das Durchhalten der Russischen Revolution. Ich mache noch einen kurzen Einschub, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich nenne noch zwei oder drei Namen, die wichtig sind für die Fortsetzung der Antikriegsarbeit während des Ersten Weltkriegs. Seit der Mitte des Jahres 1916 waren ja die führenden Köpfe der Antikriegsbewegung inhaftiert oder im Zuchthaus, in Festungshaft, also Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg. Sogar den alten Franz Mehring, der war inzwischen 70 Jahre, den haben sie dann noch eingesperrt. Machlewski und viele andere waren dann in Haft. Aber einer war noch frei, der heißt Leo Jugiches, ein sehr interessanter Mann, einige Jahre älter als Liebknecht oder Luxemburg, geboren in Wilna, war Mitglied der russischen polnischen revolutionären Bewegung, kommt dann nach Deutschland, ist seit 1914 aktiv in der Antikriegsbewegung, ist ein Spezialist der konspirativen Arbeit mit außerordentlichen organisatorischen Talenten. Er organisiert das Schreiben und das Drucken, das Verteilen von Flugblättern. Er hat eigene Vertriebsnetze, er hat Druckereien. Irgendwie hat er auch immer so ein bisschen Geld gehabt zur Finanzierung dieser Druckwerke.
Und seit Mitte 1916 ist er dann eigentlich die Kernfigur der Antikriegsopposition im Deutschen Reich. 1918 wird er erst verhaftet im Rahmen des Berliner Munitionsarbeiterstreiks, ist dann in der Revolution aktiv. Seit nach dem Morden vom 15. Januar 1919 setzt er seine letzte Kraft in die Aufdeckung dieser Morde und schreibt dann in der Roten Fahne vom 12. Februar 1919 ein genaues Profil der Tathergänge vom 15. Januar. Er wird dann aber auch von Soldaten gefasst am 10.03.1919 in das Moabiter Untersuchungsgefängnis eingeliefert und dort erschossen, gleich ermordet. Von einem Kriminalbeamten, der hat gesagt, auf der Flucht erschossen, der Kriminalbeamte ist auch nie belangt worden. Ein zweiter Name, Mathilde Jakob, eine sehr interessante Figur. Sie stammt aus einer jüdischen Berliner Familie, aus einer kinderreichen Familie, hat dort hat dann Stenotypie gelernt, war eine selbstständige Stenotypistin in Berlin, hat dann Schreibarbeiten, Übersetzungsarbeiten organisiert für Karl Liebknecht, vor allem aber auch für Rosa Luxemburg, hat die beiden im Gefängnis dann besucht, hat noch Manuskripte herausgeschmuggelt, hat dann am 15. Januar 1919, also am Tag der Morde, in der Wohnung von Rosa Luxemburg, die auch von Soldaten verwüstet worden war, Teile des Nachlasses noch von Rosa Luxemburg gesichert und sie dann in den 30er Jahren noch in die USA bringen lassen. Und wenn man heute noch Manuskripte von Rosa Luxemburg suchen will, dann muss man auch in die USA fahren, an das Hoover Institute on War, Revolution and Peace in Stanford. Sie selber konnte sie nicht mehr retten. Sie hatte kein Geld für eine Emigration. Es gab verzweifelte Versuche, noch das Deutsche Reich zu verlassen nach 1938. Die sind gescheitert. Dann kam ein Abtransport, ihr Abtransport nach Theresienstadt am 27. Juli 1942. Im nächsten Jahr ist sie dort in Theresienstadt umgekommen. Ich darf noch einen Namen nennen für die Verbreitung und die Sicherung von Antikriegsmaterialien. Also irgendwie ging das ja weiter mit dem Flugblattschreiben, mit den Aufrufen zu Streiks und so weiter. Ein Name von einem Kind, das ist damals 11 Jahre. Das Kind heißt Vera Liebknecht, das ist die jüngste Tochter des Karl Liebknecht, geboren 1906. Sie hat sich erwiesen als eine sehr intelligente Dechiffriererin. Was heißt das? Der Liebknecht bekam ab und zu eine Zeitung in sein Zuchthaus, das Berliner Tagblatt. Das gab er dann immer an seine Frau zurück, die alle 3 Monate ihn besuchen durfte. Dann wurde ein bisschen durchgeblättert in dieser Zeitung. Da waren so ganz komische Zeichen drin, die hat der Karl Liebknecht da reingeschrieben. Da haben wir die Kreuze der Buchstaben durchgestrichen. Punkte gemacht, Unterstreichungen einzelner Punkte, einzelner Wörter. Kein Mensch wusste, was das heißt. Dann setzte sich diese Vera Liebknecht dahin. Die hat so eine kleine Arbeitsecke gehabt, da hat sie immer ihre Schulaufgaben gemacht, studierte dann diese Schriften, diese Zeitungsseite und kriegt dann raus, dass es ein Chiffrierprogramm des Karl Liebknecht war. Der hat damit das nächste Flugblatt, was er in die Öffentlichkeit bringen wollte, in diese Zeitung hinein chiffriert, indem er einzelne Buchstaben markiert hat. Das hat sie dann rausbekommen, ist nachher das, hat sie das perfekt weiterentwickelt. Das wurde dann sofort dann an den Leo Jogichas weitergebracht. Er hatte gleich seine Kampagne gestartet und auf einmal war wieder Berlin voller Antikriegsflugblätter, die auf diese Weise auch mit Hilfe der Vera Liebknecht dann veröffentlicht werden konnten. Das war unser Punkt 3. Jetzt kommt Nummer 4. Die Zeit haben wir schon überschritten. Wir machen trotzdem einfach weiter. Revolution und Gegenrevolution. November 1918. Ich mache das ganz kurz, lese dann nur ein oder zwei Texte vor. Am 23. Oktober 1918, also noch vor der Novemberrevolution,
öffnen sich die Zuchthaustüre für Liebknecht. Er kommt dann im Anhalter Bahnhof an, wird begrüßt von einer relativ großen Menge. Liebknecht ist wieder da, im Wagen fährt er durch Berlin, wieder auch auf dem Potsdamer Platz. Polizei ist aber immer noch hinter ihm her. Hält dort eine kurze Ansprache, am nächsten Tag dann ein Bankett in der sowjetischen Botschaft, Versammlungen mit revolutionären Obleuten. Oft hält er 2, 3, 4, 5 Reden am Tag, hier, dort, dann wird er mit dem Auto in die nächste Fabrik gefahren, alles legal oder illegal, halblegal, die Polizei immer noch präsent. Da gibt es Beratungen der Spartakusgruppe. Die erste Reichskonferenz findet dann auch Ende Oktober 1918 statt. Es war immer noch die Gefahr der Verhaftung. Es gab schon die ersten Aufforderungen der Polizei und des Militärs, diesen Liebknecht endlich wieder zu schnappen. Dann endlich die Novemberrevolution, 9. November in Berlin, sechs Tage nach dem Kieler Matrosenaufstand. Ein gewaltiger Demonstrationszug quer durch Berlin, Liebknecht an der Spitze, das geht dann unter den Linden lang bis zum Kaiserlichen Schloss. Und dann kommt die berühmte Ansprache auf dem Balkon des Schlosses. Da gibt es leider keinen stenografischen Bericht von, sondern nur einen kurzen Zeitungsartikel in der Vossischen Zeitung vom 10. November. So, dann wandte sich Liebknecht wieder an die Menge und sagte, der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht mehr. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem Schloss jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In dieser Stunde proklamieren wir die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Wir grüßen unsere russischen Brüder, die vor 4 Tagen schmählich davongejagt worden sind. Am 5. November wurden von der deutschen Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Sowjetrussland abgebrochen. Liebknecht wies dann auf das Hauptportal des Schlosses und rief mit erhobener Stimme, durch dieses Tor wird die neue sozialistische Freiheit der Arbeiter und Soldaten einziehen. Wir wollen an der Seite, wo die Kaiserstandarte wehte, die rote Fahne der Freien Republik Deutschland hissen. Wer von euch die Freie Sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution erfüllt sehen will, erhebe seine Hand zum Schwur. Alle Hände erheben sich und Rufe ertönen, hoch die Republik. Also eine allgemeine Euphorie auch. Eine große Hoffnung, dass das Alte jetzt endgültig vorbei sei, eine völlig neue Welt in Erscheinung tritt, eine Welt der Gleichheit, des Friedens, der Abrüstung, des Sozialismus. Einen Tag später, das ist dann der 10. November, gibt es auch schon eine Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte im Zirkus Busch. Das, mehrheitlich aber waren das Soldaten, keine Arbeiter, die waren auch keineswegs alle revolutionär gestimmt. Karl Liebknecht hält dort eine Rede, warnt vor zu viel Zuversicht und sagt, die Revolution ist nicht am Ende, die ist erst am Anfang. Und es gibt da nicht nur eine Revolution, es gibt auch eine Konterrevolution. Rede Karl Liebknecht in der Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte am 10. November, also einen Tag nach dieser Rede im Schloss. Am 10. November 1918. Ich muss Wasser in den Wein eurer Begeisterung schütten. Die Gegenrevolution ist bereits auf dem Marsche. Sie ist bereits in Aktion. Rufe, wo denn? Sie ist bereits hier unter uns. Wer hat zu Ihnen gesprochen? Waren das Freunde der Revolution? Rufe, nein. Lebhafte Gegenrufe, ja. Lesen Sie, was nach dem Willen des Reichskanzlers Ebert ruft, ohne den wären sie noch gar nicht da, der vorwärts geschrieben hat. Das war eine Verleumdung der Revolution, die gestern geschlagen worden ist. Es drohen Gefahren für die Revolution von vielen Seiten.
Rufe von Ihnen. Gefahren nicht nur aus den Kreisen, die bis dahin das Heft in der Hand gehabt haben, als Scharfmacher, Agrarier, Junker, Kapitalisten, Imperialisten, Monarchisten, Fürsten, Generäle, sondern auch von jenen, die heute mit der Revolution gehen und vorgestern noch Feinde der Revolution waren. Stürmische Unterbrechungen, Einigkeit, Einigkeit. Gegenrufe, nein, Rufe, abtreten. Seid vorsichtig in der Wahl der Männer, die ihr in die Regierung setzt, in der Wahl eurer Führer, die ihr vertrauensvoll in die Soldatenräte setzt. Also eine Warnung vor der Gegenrevolution, die inmitten der Revolution schon längst aktiv geworden ist. Kurzer Hinweis auch auf die neuen Organisationsformen, die angestrebt werden, auf die Gründung der Kommunistischen Partei. Ja, die Spartakus, die Gruppe Internationale Spartakus, hat sich dann umbenannt in Spartakus Bund. Und dieser Spartakus Bund gehörte zunächst zur unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Das war der linke Flügel der SPD, der vom rechten Flügel 1917 herausgedrängt worden ist. Aber die Vertreter der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands traten, bildeten eine Koalition mit Ebert und Scheidemann im Rat der Volksbeauftragten. Das spitzt sich dann zu, als die Truppen, die kaiserlichen Truppen einmarschiert sind in Berlin, dann begrüßt werden von Friedrich Ebert und dann auf Bitten des Rats der Volksbeauftragten gebeten wurden, das Schloss zu räumen, wo die Revolutionäre drin sitzen, an Weihnachten. Die waren zwar große Reaktionäre, diese Offiziere, aber sind doch erschrocken vor diesem Auftrag, denn sie hatten ja vorher Weltkrieg geführt und haben große Kanonen da auf Franzosen und Engländer geschossen. Aber jetzt mitten in der Stadt ein Schloss zu räumen, das wollten sie eigentlich nicht. Haben auch bei Noske immer noch nachgefragt, sollen wir wirklich? Ja, sollt ihr. Und sie versuchen dann das Schloss zu räumen und es klappt aber nicht. Es klappt nicht, weil, kennt ihr alle die Topografie von Berlin, da wo der Platz der Republik dann später stand und jetzt wieder das Hohenzollernschloss steht, das war umgeben von Armenvierteln. Im Westen hat man Charlottenburg und dann kommt der Potsdamer Platz und der Reichstag und die Linden, alles schön prächtig und das endet bei diesem Schloss und das ist ganz merkwürdig, dann im Süden, Norden, Osten, überall wohnen Proleten. Wie der Kaiser sich da gefühlt hat, weiß ich auch nicht. Und jetzt kommen Frauen und Kinder und schmeißen sich dazwischen und die Soldaten also, wollen eigentlich nicht so richtig schießen. Und das Schloss wird nicht geräumt. Große Blamage für das Militär. Eigentlich die Blamage für den Rat der Volksbeauftragten, in dem immer noch die unabhängigen Sozialdemokraten drin sitzen. Die treten nun allerdings aus der Regierung aus, aber zu spät, weil Liebknecht und Rosa Luxemburg sind der Ansicht, wir können in dieser Partei, die immerhin für diese Sache verantwortlich war, nicht bleiben. Es geht das Problem, wir müssen die Revolution vorantreiben, wenn der Kapitalismus weiter besteht und er scheint ganz massiv weiter zu bestehen, weil ja nun Ebert und Kröner und Hindenburg einen Pakt beschlossen haben, dann müssen die gestürzt werden. Wir müssen also, Lenin hat die Losung schon ausgegeben, aus dem Weltkrieg einen Bürgerkrieg zu machen, also nicht, dass Bürger sich gegenseitig meucheln sollen, sondern es muss die Revolution vorangetrieben werden und da brauchen wir ein eigenes Organ, eine eigene Partei. Und das führt dann dazu, dass an der Jahreswende 1918-19 Spartakus, dann auch noch andere linke Gruppen zusammentreten und eine neue Partei gründen, die Kommunistische Partei Deutschlands, die aber ziemlich schwach und ziemlich isoliert ist, weil die kräftigsten Vertreter, die revolutionären Obleute, nicht mitmachen. Das ist also eine sehr prekäre Gründung. Rosa Luxemburg war auch nicht der Ansicht, dass man es kommunistische Partei nennen sollte, sondern sozialistische. In Russland war ja die Sozialdemokratische Partei, Klammer auf B, Bolschewiki, erst 1918 umbenannt worden in kommunistische Partei, weil Lenin und Bolschewiki nun der Ansicht waren, jetzt beginnen wir mit dem Aufbau des Sozialismus. Rosa Luxemburg sagt, wir sind so weit noch nicht. Es hat nun keinen Sinn, hier eine kommunistische Partei zu gründen, machen wir eine sozialistische Partei und stellen wir uns auf eine lange Arbeit ein. Karl Liebknecht nun
lässt sich mitreißen und ist doch für die Gründung dieser kommunistischen Partei. Dann wird ein zweiter Beschluss gefasst, sollen wir uns an den Wahlen zur Nationalversammlung zu beteiligen. Die Mehrheit des Parteitags ist dagegen, weil sie sagen, es ist doch Revolution, was müssen wir noch lange wählen. Luxemburg und Liebknecht halten Reden dagegen, sagen, nein, das ist ein langfristiger Prozess. Wir müssen auch die Organisationsmöglichkeiten wahrnehmen, wir müssen teilnehmen. Sie werden überstimmt, sie sind also jetzt sogar von ihren eigenen Leuten isoliert. Dann gibt es die Provokation. Der preußische Innenminister Hirsch, eigentlich auch eher ein linker Sozialdemokrat, aber Mehrheitssozialdemokrat, setzt den Polizeipräsidenten von Berlin, Emil Eichhorn, statt. Und es kommt nun zu spontanen Aufwallungen und die revolutionären Obleute, nun wachen sie endlich auf und sagen, ja, also wir müssen die Regierung absetzen. Sie bilden einen Revolutionsausschuss, holen den Karl Liebknecht dazu und erklären die Regierung für abgesetzt. Und wissen aber nicht, wie wir das machen sollen, nicht? Und es gibt dann massenhaft Demonstrationen im Tiergarten, 2 Tage lang. Karl Liebknecht kommt auf dem Lastwagen, hält Reden, muss dann mit dem Lastwagen zur nächsten Versammlung. Es fehlt eigentlich die Führung und nach 2 Tagen verläuft sich das. Aber inzwischen ist das Zeitungsviertel in einer offensichtlich spontanen Aktion besetzt. KPD spielt keine Rolle, sind im Grunde, auch Liebknecht ist jetzt eine Randfigur eigentlich. Und nun die Besetzung des Zeitungsviertels wird nun benutzt, von Noske und anderen, um Militär zu schicken und dann blutig die ganze Sache niederzuschlagen. Inzwischen wird auch öffentlich agitiert gegen ihn. Hier kann ich vielleicht auch mal die Kamera halten, ein Plakat, das da in, kann man sehen, in Berlin aufgehängt wurde. Ich lese es vor. Arbeiter, Bürger. Das Vaterland ist dem Untergang nahe, rettet es. Es wird nicht bedroht von außen, sondern von innen, von der Spartakusgruppe. Schlagt ihre Führer tot. Tötet Liebknecht. Dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben. Die Frontsoldaten. Jetzt kommt der Abschnitt, die letzten Tage, über die Gerd Meyer dann noch etwas sagen wird. Was aus diesem Aufruf geworden ist, sehen wir dann in diesem Bild. Das ist von Käthe Kollwitz, die als Liebknecht dann ermordet wurde, da im Leichtschauhaus hinging und dort ihn gezeichnet hat. Jetzt. Das gezeigte Plakat ist im Original blutrot. Das sieht so aus. Ganz Berlin ist vollgeklebt mit diesen Plakaten an jeder Litfaßsäule. Seit dem 5. 6. Januar läuft das Ganze. Woher kommt das ganze Geld? Woher kommen die ganzen Mittel, das irgendwie öffentlich zu machen, in hunderttausender Auflage? Das ist später bekannt geworden durch Erinnerungen von einem Mann, der heißt Stadler. Das war der Chef der antibolschewistischen Liga, Dr. Eduard Stadler. Der hat dann in den ersten Januartagen Berliner Unternehmer zusammengerufen, hat gesagt, Vaterland in höchster Not, Spartakus marschiert, was macht ihr? Ihr sitzt in eurem Sessel und solltet endlich mal aufhören zu schlafen. Es gibt neue Sammlungen von Geld, mehrere Millionen werden eingesammelt und innerhalb weniger Tage ist ein großer Apparat entstanden, der in ganz Berlin aktiv war. Es wurden auch hohe Lösegelder, hohe Preisgelder ausgesetzt, Kopfgelder, um Karl Liebknecht oder Rosa Luxemburg gefangen zu nehmen. Die konnten dann gar nicht mehr in ihre Wohnungen zurück oder auf die Straße. Das gilt jedenfalls für den 6., nach dem 6., 7., 8. Januar war das kaum mehr möglich. Sie wollten aber auch Berlin nicht verlassen. Es gab ein Angebot von einem Bremer Arbeiter- und Soldatenrat, kommt doch nach Bremen, dort seid ihr sicher. Liebknecht und Rosa Luxemburg sagen nein. Liebknecht sagt, was werden die Berliner Arbeiter sagen, wenn sie erfahren, dass wir nicht mehr hier sind? Mag kommen, was will, wir bleiben hier. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wurden dann am 15. Januar in der Wohnung der Familie Markusson,
Mannheimer Straße 43 in Berlin-Wilmersdorf, 21 Uhr, aufgespürt und von der dortigen Bürgerwehr verhaftet, am Abend verschleppt in das Eden-Hotel Kurfürstendamm. Das war das Stabsquartier der vom Hauptmann Waldemar Pabst befehligten Garde-Kavallerie-Schützendivision. Das war so eine Art Kerntruppe der Konterrevolution. Am selben Abend wurden beide schwer misshandelt und dann ermordet. Der politische Oberbefehl lag bei Gustav Noske, der war seit dem 29. Dezember 18 Mitglied des Rats der Volksbeauftragten und dort Beauftragter für Wehrfragen. Seit dem 6. Januar 1919 hatte er den Oberbefehl über sämtliche Truppenverbände und Freikorps, auch speziell jene im Großraum Berlin. Hauptmann Pabst stand in engem Kontakt mit Noske. Am 15. Januar erschien der letzte Artikel von Karl Liebknecht in der Roten Fahne. Der war am Vortag geschrieben worden und heißt Trotz alledem. Einige wenige Zeilen darf ich zum Schluss vorlesen. Karl Liebknechts Artikel Trotz alledem, Rote Fahne, 15. Januar 1919. Spartakus niedergerungen. O Gemach, wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen, und wenn sie uns in Bande werfen, wir sind da und wir bleiben da. Und der Sieg wird unser sein. Noch ist der Golgatha-Weg der deutschen Arbeiterklasse nicht beendet, aber der Tag der Erlösung naht. Himmelhoch schlagen die Wogen der Ereignisse. Wir sind es gewohnt, vom Gipfel in die Tiefe geschleudert zu werden. Aber unser Schiff zieht seinen geraden Kurs fest und stolz dahin bis zum Ziel. Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird, leben wird unser Programm, es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen. Trotz alledem. Das war das Ende. Falls Fragen da sind, bitte eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen. Vielleicht konkret, weil wir uns das Friedrich-Wilhelm-Abkommen ja auch erwähnt hat vom 10. November. Und ihr habt darauf hingewiesen, dass Karl Liebknecht das sehr hellsichtig schon am 10. November auch angefangen hat zu warnen, die Gegenrevolution ist auch aktiv. Ist denn das bekannt, dass Karl Liebknecht oder andere irgendwie konkrete Informationen über dieses Abkommen hatten, über diese Absprache? Ist da irgendwas durchgesickert oder bekannt geworden, konkret? Nach meiner Kenntnis nichts Konkretes über das direkte Gröner Ebert-Abkommen. Das ging ja nur telefonisch. Der Gröner saß hier in Kaiser Wilhelm Zöhr, der Ebert in Berlin in der Reichskanzlei, und die haben sich jeden Abend ausgetauscht, wie die Lage ist, wo es kritische Punkte gibt, wie sich die Armee organisieren sollte, wie sie denn nach Berlin kommen würde als Armee. Vom Westen her sind die einmarschiert, das war dann Anfang Dezember. Das war, glaube ich, nur in allgemeinen Dimensionen bekannt. Nicht die konkrete Telefonleitung, das war eine geheime Leitung, die stammte noch aus dem Ersten Weltkrieg. Die ist dann von Ebert weiter installiert worden und hat die ganze Zeit über funktioniert. Aber was bekannt war, war natürlich das, was öffentlich war, also die Begrüßung der einmarschierenden Reichswehrtruppen
der Reichstruppen in Berlin Anfang Dezember und dann die allmähliche Organisation von Eliteeinheiten, von dieser Gardedivision, die dann diese direkte Aufgabe der Konterrevolution hatte und die Gründung von Freikorps, die im Gange war. Das hingen die Plakate überall auch in Berlin. Da stand ja nicht nur drauf, schlagt den Liebknecht tot, da stand auch darauf, organisiert euch, sammelt eure Waffen, jeder ist willkommen. Unterzeichnet der neue Befehlshaber Noska. Also das war bekannt. Und dann war natürlich den beiden, Rosa Luxemburg und Liebknecht, bekannt, dass sie dauernd verfolgt waren. Es gab ein richtiges Spitzelsystem wohl in Berlin, auch von dem Hauptmann Papst mitorganisiert. Die haben dann die ganzen Reden, dass Liebknecht mitverfolgt sind. Die hatten auch eigene Autos, Militärautos, die sind dauernd da hinterhergefahren, haben dauernd geschaut, wo die jeweils auftreten, was die machen, wo die Schwachpunkte sind. Das wurde richtig strategisch wohl eingefädelt. Das war dann der zentrale Punkt. Und dann gab es aber einen dezentralen Punkt, das waren dann Bürgerwehren vor Ort. Dann diese Verhaftung dann am 15. Januar, die läuft ja auch dann nicht zentral erstmal von dieser Gardedivision, sondern von einer spontan sich gebildet habenden Bürgerwehr, die dann alle Straßen beobachtet hat. Wo gibt es hier linke Leute? Wo gibt es hier Aufrührer? Wo gibt es Leute mit Waffen? Wo ist vor allem Karl Liebknecht und wo ist Rosa Luxemburg? Und die sind dann in dieser Wohnung ja von dieser freiwilligen Bürgerwehr aufgespürt worden und dann abgeliefert worden in das Hotel Eden. Über diese einzelnen Binnenstrukturen der Gegenrevolution gibt es ja dann wohl neuere Studien, die generell das Problem der Gewalt in der Novemberrevolution bearbeiten. Und dieser Autor Gietinger hat ja dann auch speziell dickere Bücher geschrieben über die speziellen Mordaktionen gegen Luxemburg und Liebknecht. Eine große Biografie auch über den Hauptmann Papst. Titel heißt Der Konterrevolutionär. Wenn der Karl Liebknecht am 10. November, also einen Tag nach der Ausrufung der Republik, die ja zweimal ausgerufen worden ist, einmal von ihm und vorher da von unserem Mitbürger Scheidemann, wenn er an diesem 10. November schon sagt, die Revolution ist misslungen, wenn wir es nicht weitertragen, dann hat das mit zwei Dingen auch zu tun. Erstens, dass er den Machtapparat Preußens kannte, der war ja völlig intakt noch. Und zweitens, dass er auch in den feindlichen Block inzwischen die Mehrheitssozialdemokratische Partei, die an der Regierung war, mit einbeziehen muss. Da muss man sehen, was passieren ist. Wir haben den Burgfrieden und wir haben dann das Kriegshilfsdienstgesetz von 1916. Es sind staatliche Institutionen geschaffen worden, um die Kriegswirtschaft zu organisieren und da wurden schon die Gewerkschaftsführer schon einbezogen. Dann haben wir die Ernennung von Max von Baden zum Reichskanzler. Und dann wird in der Zeit und es beginnt jetzt die sogenannte Parlamentarisierung des Reiches, das heißt Mehrheitssozialdemokraten rücken nun in staatliche Funktionen ein. Sie werden Staatssekretär, noch vor der Oktoberrevolution, vor der Novemberrevolution. Und sie schreiben es sich zugute, dass Karl Liebknecht am 23. Oktober aus dem Zuchthaus entlassen wird. Er ist ja noch gar nicht, seine Haft ist ja nicht abgelaufen. Das sagen sie, ja, das haben wir gemacht. Dadurch, dass wir da mitgewirkt haben, haben wir nur, so stark sind wir jetzt schon, wir konnten sogar großzügig, wie wir sind, den Liebknecht befreien, helfen. Das heißt, Sozialdemokraten sitzen im Machtapparat schon drin und es wird ja dann am 9. November wird ja dann sogar die Funktion des Reichskanzlers an Friedrich Ebert übertragen von dem Prinzen Max von Baden, nachdem der Friedrich Ebert ihm gesagt hat, ich habe zwei Söhne im Krieg verloren, ich hasse die Revolution für die Sünde. Das heißt, er wird kaiserlicher Kanzler. Und solange dieser Apparat so steht, ist die Revolution, kann man doch keine Revolution. Und dann lässt er sich umtaufen vom Reichskanzler zum Mitvorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten. Also der ganze Apparat steht noch. Unabhängig davon, ob man nun weiß, wie telefoniert worden ist zwischen Kassel und Berlin, es hat sich eigentlich noch nichts geändert. Das ist die Auffassung von Karl Liebknecht. Und deshalb ist der Ansatz, wir müssen die Revolution jetzt erst noch machen.
Revolution, da gehören auch die Enteignungsmaßnahmen dazu. Wir müssen den Militärapparat zerbrechen. Nichts zerbricht, steht alles noch wie eine Mauer. Deshalb kann er sagen, die Revolution ist vorerst gescheitert, wenn wir sie nicht weitertreiben. Das ist, glaube ich, diese Wahrnehmung des Gesamtkomplexes ist wichtiger, so verdienstvoll alles das ist, was Klaus Giedinger gemacht hat, als wenn man jetzt die Protokolle der Telefonate zwischen Kassel und Berlin hätte. Eine grundlegende Wendung ist, glaube ich, dann der Anfang Dezember, wo Berlin danach völlig anders aussieht. Nämlich, es gibt Hunderttausende von Soldaten, die jetzt zurückgekehrt sind in die Hauptstadt. Mit Eisenbahn überall kommen die ja her, von allen möglichen Fronten. Und im Dezember geht es dann auch gleich los mit den ersten praktizierten Übergriffen von Panzern, von Artillerie in den Straßenkämpfen. Das waren ja jetzt nicht nur Soldaten, die zurückkehren, die haben ja noch teilweise ihre Waffen mitgenommen, auch ihre modernen und sogar noch erbeuteten Waffen. Es gibt bekannte Fotos von einem großen Tank, einem britischen Panzer, ein riesiges Ungetüm, was die Deutschen irgendwie doch noch in letzter Minute erobert haben und auch gleich mitnehmen nach Berlin. Es wird ausgeladen aus den Eisenbahnwagen und wird sofort eingesetzt in den ersten Straßenkämpfen. Der erste Kampf setzt ein am 6. Dezember. Das ist schon ein Kampf von Soldaten mit Artillerie, mit Flammenwerfern, mit diesen Panzern, mit anderen modernen Kriegsmitteln gegen die versprengten Revolutionäre, die da irgendwelche die Häuser besetzt hatten. Also die Stadt Berlin ist dann ist ein großes Militärlager geworden mit einer eigenen militärischen Infrastruktur. Und eine zentrale Struktur neben vielen anderen ist die des Hauptmann Papst. Und daneben gibt es noch zahlreiche andere Freikorpsorganisationen, offizieller, halboffizieller Art. Die oberste politische Verantwortung liegt aber in allen diesen, bei all diesen Formationen bei Noska. Es war ja eigentlich schon gelaufen in der Entwicklung des Kieler Matrosenaufstandes. Da ging es ja los, nicht? Und da haben die nun sozusagen die Macht übernommen dort und sie brauchten eine Führung. Sie waren selbst der Ansicht, sie brauchten eine Führung. Ja, die Führung konnten sie haben. Es wurde nämlich, der Friedrich Ebert hat seinen Noske dorthin geschickt. Der Noske und der Hase, der Linke, Co-Vorsitzender, der schwarze Volksbeauftragte, war ja nun Hase, der arme Kerl, der hat den Braten gerochen und sagte, ich fahre da auch hin. Aber der Noske war einfach schneller. Er hat so ein Buch geschrieben, von Kiel zu Kap heißt das, ziemlich hämische Schrift, da schreibt der Noske ganz vergnügt, wie er viel schneller als der Hase, als der linke Hase da war. Und da war er plötzlich, wurde er von den Matrosen gefeiert. Weil jetzt haben wir endlich einen Führer und hat dann auch gleich die Führung übernommen, hat sich mit dem alten Militär auch verständigt, dass sie gesagt haben, gut, Herr Noske, machen Sie das mal, also wir treten mal bescheiden beiseite. Und plötzlich war der Noske der Mann der Stunde in Kiel und die haben ihn als ihren Führer anerkannt, diese Matrosen. Nicht? Sie brauchten eine Führung, sie hatten eine. Da saß er da oben und hatte eine große Autorität. Und überall schwärmten im Reich dann die Matrosen aus und wollten noch die Revolution verkünden, während in Kiel schon die Konterrevolution unter Führung von dem Noske am Ruder war. Und als es in Berlin dann brenzlig war, sagte der Ebert, naja, in Kiel ist jetzt alles ruhig, aber hier ist unruhig, ich brauche einen guten Mann, jetzt soll doch der Noske mal nach Berlin kommen und da trat er an drei, das ist der Rat der Volksbeauftragten, hat ja 6 Mitglieder, 3 davon waren in der USPD, die sind nun raus wegen der Weihnachtsergebnisse und jetzt kommen 3 MSPD-Leute noch dazu, also einfarbig MSPD und der starke Mann in diesem Rat der Volksbeauftragten ist als Beauftragter für das Kriegswesen Gustav Noske. Also da kann man ganz gut verstehen, wenn Karl Liebknecht sagt, die Konterrevolution hat gewonnen. Seine Rolle selbst in der Revolution
ist eigentlich eine Randständige gewesen. Er konnte eigentlich nichts mehr reißen. Aber er war eine Symbolfigur. Und immer wenn wo eine Straßenlaterne umgefallen ist, hieß es, das hat der Liebknecht gemacht. Nicht? Also das hat auch dieser geballte Hass und die geballte Agitation gegen ihn. Und die Stimmung der liberalen Presse war auch gegen Liebknecht. Sehr unrühmlich tat sich in dieser Zeit ein gewisser Kurt Tucholsky hervor, der ja nun so als großer Freigeist da gefeiert wird, aber es gibt so Gedichte von dem Tucholsky, wo er also nur nicht sagt, schlagt Liebknecht tot, das hat er nicht gesagt. Aber er sagte, der Liebknecht ist ein Idealist, der rennt zwischen Straßen rum, hält Reden, aber der Mob ist hinter ihm und ist ein Mann des Mobs. Er wird vom Mob nach oben gespielt. So viel zur Rolle der Linksliberalen im Moment einer Revolution. Es war wirklich dann in der veröffentlichten Meinung, linksbürgerlich bis hin zu den Freikorps, eine einheitliche Front gegen die Knecht. Vielleicht kann man noch auf einen Faktor hinweisen, den Faktor Zeit. Die Gegenrevolution wusste genau, dass man sich sputen müsse, um die Revolution möglichst von dem Ansatz klein zu machen und zu bekämpfen. Das war die alte militärische Taktik auch von 1914. Also sofort vormarschieren gegen Frankreich, die ersten Schlachten schlagen, oft unabhängig von der Neutralität Belgiens und so weiter. Sofort, auch ohne Kriegserklärung, losschlagen. Und dieser Zeitfaktor, der wurde auf den Offiziersschulen wirklich auch gelernt, nicht? Dass dann offensiv man sofort Probleme lösen müsse. Und das Hauptproblem 1918, 19 war natürlich dann die Revolution. Und diese Absprachen, soweit wir sie kennen, auch zwischen dem Papst und dann dem Noske. Also dem Hauptmann-Papst, also nicht vom Heiligen Vater. Ne? Der heißt Waldemar. Mhm. Waldemar Papst ist Hauptmann und Chef dieser Garde, Kavallerie-Division, dem Zentrum der gegenrevolutionären hochbewaffneten Kräfte. Die hatten auch einen eigenen Panzer, der dann auch oft fotografiert worden ist. Demnächst tauchen auch auf den Panzern die ersten Hakenkreuze auf, lange bevor es die NSDAP gab, als Symbole der Gegenrevolution. Und die haben dann auch gesagt, wenn wir siegen wollen, und das war dann auch die Strategie der antibolschewistischen Liga mit diesem Dr. Stadler, dann müssen wir sofort handeln. Dann muss sofort zugeschlagen werden und das Berlin sah dann teilweise ja grauenhaft aus. Weil diese modernen Waffen, die moderne Artillerie, die wurden dann auch sofort eingesetzt. Das hat es ja noch nie gegeben, das ist jedenfalls nicht seit 1871 in Paris, als die Gegenrevolution die Pariser Kommune massakriert hat. Das hat es seither nicht mehr gegeben, dass eine Hauptstadt dann so aussah. Also wurden ganze Straßenzüge niedergewalzt, es gab dann viele Hunderte von Toten, Einsatz von schwerer Artillerie, von Granaten, Alle die Waffen, die man nicht mehr brauchte an den Westfronten und an der Ostfront, die wurden jetzt in Berlin konzentriert. Das gab ja einen neuen Hauptgegner, das war die Revolution. Großes Tempo der Gegenrevolution, extreme Gewalt der Gegenrevolution, heißt aber doch auch, da waren Kräfte zu besiegen, das waren große Massen, die revolutionär unterwegs waren. Was waren das für Leute? Also die Linke hat ja bis dahin wenig an Organisationsarbeit machen können. Das wären ja mehrheitlich sozial, also rechtssozial, mehrheitssozialdemokratische Wähler und Anhänger gewesen sein. Wie hat sich denn da die Front entwickelt? Dieser Betrug bei dem Matrosenaufstand, der war ja jetzt nicht mehr zu wiederholen, wo Noske und die NSPD, die mit den Freikorps marschiert ist, ja, gegen wen? Gegen ihre eigene Mitgliedschaft, ihre eigene Anhängerschaft. Wie haben die sich denn dann orientiert? Der Liebknecht, sagtest du, Schorsch war eher dann eine randständige Figur, ja, ist denn der jetzt nicht ins Zentrum gerückt? Unter den Revolutionären und mehrheitlich ja immer noch mehrheitssozialdemokratisch orientierten Massen. Das müssen wir auch unterscheiden, Städte und das flache Land. Berlin war eine rote Stadt, das war auch von Wahlergebnissen, die hatten fast alle Wahlkreise schon
von 1914 gehabt. Und es war ganz anders, sieht es auf dem Lande aus. Nehmen wir mal unsere gute Stadt Marburg her, nicht? Marburg hatte auch einen Arbeiter- und Soldatenrat. Und der Arbeiter- und Soldatenrat wurde geführt von Bruno Pörsch. Bruno Pörsch war, einer der Gründer, war Gründer einer der Vorgängergewerkschaften der ÖTV. War ursprünglich im Osten, kam dann nach Marburg und hat sich dann von der Sozialdemokratie getrennt, 1904, 1905, weil sie ihm zu links war, weil er war gegen einen Beschluss des Jenaer Parteitags, dass in der Massenstreikfrage, dass die Gewerkschaften dann den politischen Massenstreik führen sollen. Das sagt er, nein, die Gewerkschaften, ich bin nur Gewerkschafter, das wollen wir nicht. Und er nähert sich dann den Linksliberalen an. Deshalb kommt er nach Marburg, weil Marburg war ja nun wirklich sowas von reaktionär. Aber es gab eine linksliberale Zeitung, das war die Hessische Landeszeitung. Und die Redakteure, also Kurt Eisner, Otto Nuschke, die wohnten alle in der Haspelstraße 37. Und mit denen hat sich also der Bruno Pörsch da angefreundet und war aber dann anerkannt in der Bevölkerung. Und er hat sich dann an die Spitze des Arbeiter- und Soldatenrates gestellt und hatte dann die Sozialdemokratie hinter sich, auch die Arbeiter in Marburg. Und als dann die Truppen da von Gießen anmarschiert wurden und da einmarschierten in Marburg, auch von der Front, hat er dafür gesorgt, der Arbeiter- und auf dem Rathaus wehte die rote Fahne, aber der Arbeiter- und Soldatenrat hat dann einen Triumphbogen da in der Schwanallee aufgestellt, damit die Truppen unter dem Triumphbogen durchmarschieren konnten. Das war die Stimmung auch im flachen Land. Und die Sozialdemokratie, also was da in Berlin passierte, das hat mir in der Provinz zwar gesagt, Mensch, da ist ja der Teufel los, wir sind hier anständig und ordentlich und dafür steht für uns eigentlich die gemäßigte Sozialdemokratie. Also man muss wirklich sehr stark von Berlin, das ist ein Hexenkessel, muss man unterscheiden, das was auf dem flachen Land passiert. Und man muss mal sagen, dass die Wahl der Nationalversammlung dann am 19. Januar 1919 ein großer Sieg der SPD, der MSPD. Ganz wenig nur, weil es gibt so eine schöne Stelle von dem Friedrich Engels, der sagt, wenn Revolution ist, wenn es wirklich Spitze auf Knopf steht und wenn es um das Ganze geht, dann wird sich die ganze Reaktion auf die Seite der Demokratie stellen, sagt er. Haben wir auch in Portugal erlebt, 1974. Alle sind so Demokraten und dann wird auch die ganze Reaktion, mit Ausnahme natürlich der Freikorps und sowas kannte der Engels noch nicht, die werden alle sagen, Demokratie, Parlamentarismus und alles andere sind die Abenteurer. Das war die Stimmung im Land. In den Industriezentren anders, Ruhrgebiet anders, Berlin anders. Dann Berlin selbst ist gespalten, Neukölln ist natürlich ganz links, der Berliner Norden, der Wedding, aber in den feineren Vierteln natürlich wieder nicht. Da an der Wasserkante, nicht? Und wenn man so eine Landkarte machen würde, wo ich die Arbeiterschaft, kriegst du ein Tigerfell, nicht? Und das sind natürlich die äußersten Linken in industriellen Zentren, sind dann konzentriert. Und das konnte Karl Liebknecht nicht mehr wahrnehmen. Der lebte natürlich auch in seiner revolutionären Filterblase, nicht? Wenn er auf die Straße ging, dann waren sofort 1.000, 10.000 Leute hinter ihm und haben ihn auch geschützt. Also unmittelbar hätten sie ihn nicht töten können. Er musste erst auf der Flucht sein, um erwischt zu werden. Aber das waren seine Leute, aber das war eine Minderheit auch. Also war in Berlin vielleicht eine Mehrheit. Nicht der Bevölkerung, aber der Arbeiterschaft. Aber im Deutschen Reich war es eine versprengte Minderheit, über die dann auch, über Liebknecht, konnte man alle die grauslichsten Behauptungen machen. Genauso Rosa Luxemburg, irgendwo im Zeitungsviertel stand ein Maschinengewehr und eine Frau hat da irgendwie an dem Ding rumhantiert. Sofort stand in den Zeitungen, Rosa Luxemburg schießt mit dem Maschinengewehr. Und das wirkt in die Arbeiterklasse natürlich auch rein. Die Macht auf der Straße war ja dann keine reale Macht. Also der Karl Liebknecht ist dann über die Straßen gezogen, waren teilweise Hunderttausende unterwegs, 5. Januar, 6. Januar. Aber das ist ja noch keine Macht. Die Machtstrukturen, also die Betriebe, die Infrastruktur, die Gewaltorganisation, die waren ja noch alle da. Es gab aber kaum Betriebsbesetzungen in der deutschen Novemberrevolution, also in Berlin wohl überhaupt nicht. Ja, und dann das Argument war auch, die Versorgung bricht zusammen. Hunger, die Leute haben gefroren. Jetzt muss erstmal die Wirtschaft in Gang gesetzt werden. Also sehr schön,
Also der Gustav Noske ist ja nun auch in der Sozialdemokratie aufgewachsen und wusste, was Karl Marx gelehrt hat. In seiner von mir sehr zu empfehlenden Schrift von Kiel zu Kapp, da sieht man, was in solchen Köpfen vorgeht, sagte nun, Karl Marx hat uns doch gelehrt, dass die Ökonomie die Basis von allem ist. Also muss die Ökonomie funktionieren. Also darf jetzt nicht gestreikt werden. Und das hat wahrscheinlich auf die Stimmung von vielen Leuten getroffen. Wenn ich vergleichen würde die Russrevolution von 17 mit der deutschen dann 18-19, dann käme ich nochmal auf diesen Zeitfaktor zu sprechen. In der Russischen Revolution konnten diese Leute auf der Straße, die waren im Februar dann da auch aktiv gewesen, das können man, kann man ja ein bisschen vergleichen, Februarrevolution in Russland mit der deutschen Novemberrevolution, also 100.000 auf der Straße, der Zar muss weg, genau wie der Kaiser Wilhelm dann ein Jahr später weg musste. Die Staatssymbole, also irgendwelche Denkmäler und so weiter, werden gestürzt. Aber das war ja dann noch nicht die richtige Revolution. Die brauchte dann Zeit, sich zu organisieren. Da gab es in Russland die Betriebskomitees und die sozialistischen Parteien, das sind erst mehrere. Und dann die ersten Betriebsbesetzungen, dann die Soldatenagitation, dann eigene Organisationsformen, Sowjets und so weiter, Streikkomitees, eigene proletarische Öffentlichkeit. Das entsteht alles erst in einem relativ langen Prozess. Februar, März, April, bis zum Oktober sind das dann 6, 7, 8 Monate. Und dann ist die Revolution in einer organisierenden Möglichkeit weiterzugehen. Und genau dieser Zeitfaktor, den gab es in Deutschland nicht. Und das hat die Gegenrevolution klar erkannt. Aus der russischen Revolution lernend, dass man sofort in die Gegenoffensive gehen muss. Was den Russland dann nicht geschafft haben oder erst im Nachhinein versucht haben, während des Bürgerkriegs nachzuholen, was dann aber auch gescheitert ist. Aber in Deutschland war das auch nach dieser militärischen Taktik, die angewendet wurde gegen die Revolution, der einzige Ausweg. Alle Kräfte bündeln, sammeln, auch die finanziellen Kräfte, nochmal Hinweis auf diese antibolschewistische Liga, und mit der vollen Machtapparatur die Revolution zu bekämpfen, einschließlich der Morde. So, ich würde folgenden Vorschlag machen. Es gibt jetzt so eine Wortmeldung. Ich frage jetzt einfach, ob es noch eine weitere Wortmeldung gibt. Haben wir noch zwei Wortmeldungen? Die würde ich sagen, die kommen jetzt noch. Ihr gebt nochmal Antwort und dann schauen wir mal, ob wir die zwei Wortmeldungen zusammenlegen können. Wenn sie sich zu sehr unterscheiden, machen wir die getrennt. Zuerst mal Philipp. Im Chat wurde gefragt, was denn zur selben Zeit in Frankreich passiert ist. Und die Transition. Deine Frage geht in eine andere Richtung, oder? Ja, gut, dann erstmal. Naja, Frankreich ist ja im Siegesrausch, hat ja gewonnen. Ne? Schlechte Zeit für Revolutionen. Und die französische Sozialdemokratie wurde auch nicht gespalten. Erst 1920 ist dann die Mehrheit der Sozialdemokratie, hat sich dann transformiert zur Kommunistischen Partei Frankreichs. Revolutionen brechen immer nur aus, wenn die Staatsgewalt erstmal verloren hat. Frankreich, die Französische Revolution von 1789, ist nicht denkbar ohne die Niederlage des Königs und seiner Armeen in der Auseinandersetzung mit Großbritannien. Russland, da musste erst einmal der Zar einen Krieg verloren haben, 1904-5 gegen Japan, dass die erste russische Revolution ausbricht. Und dann erst kommt die Kriegsniederlage in Russland oder die sich abzeichnende Kriegsniederlage. Der Staatsapparat ist dann erschüttert und durch diese Lücke können dann im guten Moment dann die Revolutionäre auch vordringen. Wenn die Bourgeoisie einen Krieg gewinnt, hat das Proletariat schlechte Karten. Was sagt denn die heutige SPD zur politischen Verantwortung von Noske an dem Tod von Liebknecht? Naja, das ist viel interessanter, sagt, was sagen die Grünen dazu. Denn der Co-Vorsitzende der SPD, der Grünen, Robert Habeck, ist ja im Hauptberuf Dichter. Und der hat zusammen mit seiner Frau ein Drama geschrieben über die Novemberrevolution. Und da ist der tragische Held Gustav Noske. Er kennt ja alle das Bild von Robert Habeck, da mit dem grüblerischen Schalten auf der Stirn. Und da identifiziert er sich mit dem Noske, der arme Hund. Also einerseits so, andererseits so. Also er hat ein Drama eher positiv über Gustav Noske gemacht.
Andrea Nahles, die damalige Parteivorsitzende, hat sich 1918, 19 ist ja viel noch da geredet worden, hat gesagt, naja, also es fehlt der rauchende Colt. Das ging gegen den Klaus Gietinger, der eine unmittelbare Verbindung zwischen Noske und dem Mordbefehl an Liebknecht und Luxemburg konstruiert im Indizienverfahren, sagt, das ist nur ein Indizienverfahren, aber wir haben keine Beweise. Aber übrigens schämen wir uns natürlich. Klar. Gut, dann zum Schluss die Linke. Ich wollte noch mal wissen, gab es denn innerhalb der Sozialdemokraten jetzt von Wilhelm Liebknecht angefangen keine Strategie, die die Sozialdemokraten selber entwickelt haben? Wie geht man vor den Institutionen, wenn eine Revolution wirklich stattfindet? Weil ich meine, Sie haben ja zumindest doch einen ziemlich langen Zeitraum. Ja. Das war ja die 48er Revolution, die gescheitert war und die, wo Sie auch also Ergebnisse daraus ableiten konnten. Ja doch, das gab es schon. Das politische Manifest, das politische Testament von Friedrich Engels. Das war ja auch der Militärtheoretiker, die Einleitung zu Marx' Schrift, die Klassenkämpfe in Frankreich. Eine Schrift von 1850, die Engels 1895 herausgegeben hat, wo er sagte, na, wir müssen unsere Revolutionstaktik ändern. Bisher sind wir 1850 sind wir ausgegangen, Revolution ist der Barrikadenkrieg. Es war auch so, die Straßen waren eng in Paris. Und wenn das Militär da gegen die Barrikaden davor rückte, da haben die Frauen die Nachttöpfe aus den Fenstern entleert auf die Soldaten, die haben sich ein bisschen geschüttelt und waren auch ein bisschen in der Zielsicherheit ein bisschen gestört. Und das führte eben dazu, dass zunächst mal so im Februar 1848 ja auch erstmal die Revolution gewonnen hat. Da sagte der Engels, das ist vorbei, denn inzwischen ist ja Paris umgebaut. Da wurden die ganzen Slums ausgeräumt, die Straßen sind jetzt mehr eng, nicht mehr eng, sondern breit, die Avenuen und die da kann man keine Barrikaden mehr bauen. Der Machtapparat muss von innen heraus erobert werden. Das geht nur über Einfluss der Sozialdemokratie in der Gesamtgesellschaft. Bei jeder Wahl können wir zählen, wie stärker wir geworden sind. Das ist ganz wichtig, wo stehen die Wehrpflichtigen. Und er hat im Moment abgesehen, wo er sagt, es wird ein Moment kommen, wo die Mehrzahl der Wehrpflichtigen Sozialdemokraten sind. Und dann wird wahrscheinlich die Konterrevolution, die sieht das natürlich auch, und der Gerd hat es ja schon erzählt, der Präventivkrieg ist immer das Moment, auch in der Politik, was gut ist. Sie werden wahrscheinlich zum Staatsstreich greifen. Dann wird es wahrscheinlich eine militärische Auseinandersetzung geben. Und dann wird es allerdings ein Problem haben, dass das Militär nicht mehr hin entsteht. Das war die Auffassung von Engels. Und das ist in einem Land ja auch bewahrheitet worden, nämlich in Petrograd, auf dem Nevski Prospekt. Herr Trotzki hat das ja sehr schön geschrieben in seinem Buch über die russische Revolution. Da marschiert das Militär auf, muss der Gerd aber besser wissen als ich, und die Leute sagen, Brüder, nicht schießen, und das Militär schießt nicht mehr. Das ist eigentlich eine in sich schlüssige Theorie gewesen oder Vorstellung von dem Engels ausgehend. In Deutschland ist das nicht so gekommen, weil das Hineinwachsen der Sozialdemokratie in das Volk, was ja an Wahlergebnissen feststellbar war, 1912 war ja nun die Sozialdemokratie schon die stärkste Fraktion im Reichstag, zugleich aber auch schon verbunden war mit dem allmählichen Hineinwachsen der Sozialdemokratie in die Institutionen. Also wir haben jetzt, Bismarck hat Sozialversicherungen gemacht, und da gab es schon gemeinsame Institutionen zur Verwaltung der Sozialversicherung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und die Arbeiterklasse hatte allmählich in Deutschland ein bisschen was zu verlieren. Und es führt dann auch zu einer gewissen Identifikation mit dem eigenen Staat. Und damit ist diese Vorstellung, die beim Engels noch vorherrschte, auf der einen Seite ist die Reaktion, auf der anderen Seite ist die Bourgeoisie. Und dazwischen kommt es zum Clash. Eigentlich hinfällig geworden. Diese Machtapparatur hat sich ja dann fortgeschleppt. Also diese Institutionen, Polizei, Armee, Justiz, Universitäten, diese ganze gewaltige Machtapparatur
des alten Kaiserreichs, der Karl Liebknecht reformieren wollte nach diesem Programm einer grundlegenden Staatsreform, das ist ja dann nicht gelungen. Also Karl Liebknecht ist da mit seinem Programm eigentlich gescheitert, auch in der Novemberrevolution, weil dann da die Institutionen geblieben sind. Das ist ja dann bekannt, dass dieselben Leute, die früher das Sagen hatten, jetzt als sogenannte Republikaner auftraten, aber die alten Herrschaftsverhältnisse fortgeschrieben haben. Und dann gibt es schon diejenigen der staatlichen Kontinuität von oben, die dann vom Kaiserreich durch die Novemberrevolution hindurch und durch die Weimarer Zeit genau bis zum Jahr 1933 hinführen. Und diese Unterlinie, von der wir am Anfang sprechen wollten, die Oppositionsleute, die jetzt für die Abrüstung waren oder für die Völkerverständigung mit Frankreich oder für eine Demokratisierung der Wirtschaft, das blieb immer eine ganz schmale Unterströmung, die dann zeitweilig in der Revolution stärker wurde, aber dann hat das auch nicht lange vorgehalten. Also im Grunde haben wir dieselbe Konstellation der heute, dass die Machtapparatur noch irgendwie da ist. Und die Unterströmung, die Unterstimmen sind auch da, bilden auch bestimmte Kontinuitäten, aber sind auch Stimmen der Ohnmacht. Also die Grundlinien der Herrschaft und der Ohnmacht, die sind eigentlich mit bestimmten Verschiebungen, aber über die deutsche Geschichte hinweg geblieben. Gut, dann danke, dass ihr Karl Liebknecht wieder für 2 Stunden und noch ein paar Minuten lebendig gemacht habt. Schalt das mal ab. Vielen Dank für die Arbeit. Thank you.